Rainer Bremer. Vielen Dank, Herr Sommer. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in diesem Raume und ich hoffe, Sie können ihn nachher mit deutlich mehr Erkenntnis verlassen, als Sie ihn betreten haben. Erkenntnis darüber, was ihn sozusagen in den nächsten Monaten, wir haben ja ein bedeutendes Wahljahr, von den einzelnen Parteien zu den Sie besonders interessierenden Fragen angeboten wird. Das ist klar, dass wir in dem Zeitrahmen, den wir haben, nämlich anderthalb Stunden, nun nicht die ganze Welt neu erklären können. Wir werden uns natürlich auf die Themen konzentrieren, die auch mit das Motto Ihrer Sitzung sind, des DGB sind, also gute Arbeit, sichere Rente und soziales Europa. Und beginnen tun wir das mit einem ganz kurzen Gespräch, das Herr Sommer und ich jetzt führen wollen. Das Motto heißt immer, Herr Sommer, der DGB ist überparteilich, aber nicht neutral. Dies ist, wenn man so will, ja auch ein gewisser Wahlkampfbeitrag. Was ist da neutral? Total abwesend oder im Grunde doch dem einen oder anderen näherstehend? Wir sind ja nicht im Koma sozusagen, auch nicht im politischen Koma. Also was wir nur deutlich machen wollen, ist, dass die Gewerkschaften Anforderungen an die Parteien formuliert haben. Wir haben die ja auch den Damen und Herren alle zugestellt. Auch dahinter steht ja sehr viel auch innergewerkschaftliche Diskussion. Auch die Frage, wo wir meinen, wo dieses Land und wo wir Europa insgesamt nach vorne bringen müssten. Und diese Themen bringen wir ein. Und da werden wir auch im Wahlkampf drücken, das ist klar. Was wir nicht machen werden, ist, wir werden keine Parteipolitik betreiben. Mhm. Wir werden uns auch nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen. Das hat eine lange Tradition mittlerweile bei den deutschen Gewerkschaften. Es geht letztendlich darauf zurück, dass wir die Zersplitterung der Gewerkschaftsbewegung in verschiedene parteipolitische Richtungen verhindern wollen und müssen. Und dadurch auch eine Einigkeit erreicht haben. Aber keine Sorge, wir haben schon eine Meinung zu den diversen Themen, die wir so äußern. Und bei der Meinung werden wir auch bleiben. Sie haben bestimmte Schwerpunkte gesetzt, setzen Sie auch weiterhin. Wie ist Ihre Erwartung? Sind da Schwerpunkte, bei denen Sie ahnen oder wissen, dass diese Probleme auch den Menschen auf der Straße unter den Nägeln brennen und dass diese Erwartungen von den Parteien aufgenommen werden, insbesondere auch von einer nächsten Regierung? Oder sind Sie da eher sehr bescheiden? Nein, bescheiden sind wir ja sowieso nicht. Das ist ja auch gut so. Wir sind nur realistisch, aber realistisch muss man auch sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, in diesem Land mitzuhelfen und Diskussionen zu implementieren über das Thema sozialer Gerechtigkeit. Wie geht das weiter? Wo liegen die Zukunftsfragen? Und die drei Themen, die wir genannt haben, gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa, sind, glaube ich, schon die zentralen Fragen, um die man sich kümmern muss. Und Sie sehen auch, wie jetzt momentan diese Fragen aufgenommen werden, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch von den Parteien. Die aktuelle Diskussion im Mindestlohn, Sie werden ja sicherlich darauf noch kommen, zeigt ja, dass es ganz offensichtlich ja doch zündet, dieses Thema. Und dass auch die Parteien, selbst wenn sie es wollten, nicht an der Stimmung in der Bevölkerung vorbei kämen, die da zum Beispiel lautet, die Menschen wollen endlich, dass gute Arbeit auch anständig bezahlt wird. Und gute Arbeit wird nicht im Hochlohnsektor geleistet, da auch, sondern auch im Niedriglohnbereich. Und dass wir endlich dazu kommen, auch die Arbeit so zu bezahlen, dass Arbeit nicht arm macht. Und das sind so die Themen, die wir nach vorne bringen. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe das heute Morgen im Bundesausschuss gesagt, im nicht öffentlichen Teil, wir haben lange gesät. Wir sind jetzt am Düngen und wir wollen im Herbst ernten, meine Herren und Damen. Und darauf verlassen wir uns dann. Wir werden mal fragen, inwieweit die Botschaft so richtig ankommt. Jedenfalls so, dass Sie zufrieden sein können. Ich glaube, es wäre eine vertane Zeit, wenn wir das dabei belassen und nicht auf ein paar aktuelle Meldungen eingehen, weil da ist ein Wort des DGB-Vorsitzenden natürlich nicht nur für die Mitglieder des Bundesausschusses interessant, für die Kollegen von mir, also der Journalistenbranche oder hier für die Politiker, sondern ganz generell. Im Kabinett war heute der Armutsbericht der Bundesregierung. Der ist ja bekanntlich, sagen wir mal, zurückhaltend redigiert worden in den letzten Wochen und Monaten. Haben Sie den Eindruck, dass man den noch ernst nehmen kann? Nein, ich glaube, dass das wirklich sozusagen der Höhepunkt eines Armutszeugnisses dieser Bundesregierung ist, wenn ich es mit Verlaub mal sagen darf, den Armutsbericht so zu schönen, dass zum Schluss eigentlich die Erkenntnisse, die man hat, in ihr Gegenteil verkehrt werden, ist eigentlich ein politischer Skandal. Und dabei bleibe ich. Wir wissen, dass die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land immer weiter auseinandergeht. Wir wissen, dass die Vermögensverteilung immer ungleicher wird. Wir wissen, dass wir mittlerweile ein Viertel der Menschen in diesem Land zu Niedriglöhnen und Billigstlöhnen arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite
wir wirklich eine völlige Ungleichverteilung auch der Lasten bei der Finanzierung unseres Sozialwesens haben. Ich sage Ihnen, das ist wirklich ein Punkt, der geht nicht. Das darf man auch nicht durchgehen lassen. Das hat auch nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass hier ganz offensichtlich versucht wird, eine falsche Diagnose zu stellen, um sich um das richtigen Maßnahmen herumzudrücken. Und die richtigen Maßnahmen sind, steuerlich anzusetzen bei der Verteilung von Reichtum, steuerlich anzusetzen bei der Verteilung von Einkommen, steuerlich anzusetzen bei der Frage, dass auch die Reichen sich wirklich an der Finanzierung dieses Gemeinwesens beteiligen und dafür zu sorgen, dass Arbeitsarmut, Altersarmut in diesem Land beseitigt wird, dann hätten wir viel erreicht. Also ich bin ja ganz sicher, dass wir die Fragen hier gleich ganz klar und ganz überzeugend und für jeden Wähler gewinnend beantwortet bekommen. Eine andere Neuigkeit, dieses Meinungsführerblatt Bild hat heute mit Sicherheit einige Menschen verschreckt, überrascht mit der Headline, dass wir noch länger arbeiten müssen. Die These heißt, ein Jahr mehr Lebenserwartung gleich 6 Monate länger arbeiten, fußt auf einer These des Deutschen Instituts der Wirtschaft. Ist das jetzt Panikmache im Interesse der Wirtschaft oder ist da vielleicht doch irgendwas richtig dran? Da ist mit Sicherheit deshalb nichts richtig dran, weil zum einen wir ja die tatsächliche Situation haben, dass die Menschen in diesem Land überhaupt nicht, viele überhaupt nicht das gesetzliche Rentenalter erreichen, weil wir nach wie vor in der Situation leben, dass viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozusagen aus dem Erwerbsleben ausgesondert werden. Das Zweite ist, dass sich viele ein früheres Rausgehen aus der Rente, obwohl sie nicht mehr können, gar nicht leisten können, weil sie mit Rentenkürzungen überzogen werden. Und das Dritte ist, auch dauerhaft sind Renten zu finanzieren, auch Renten, die den Menschen die Möglichkeit geben, würdig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, Altersarmut zu vermeiden, wenn man nur die gesetzliche Rentenversicherung stabilisiert. Und da braucht man nicht so eine Tricks zu machen. Im Übrigen will ich nur noch sagen, die These, die dahinter steht, da steht ja nach dem Motto, jedes Jahr länger muss man sechs Monate länger arbeiten. Ich will nur sagen, in der Zeit, wo die Menschen heute arbeiten, wird unglaublich viel Reichtum erwirtschaftet. Und sie haben ein Recht darauf, dass dieser Reichtum auch dafür verwandt wird, dass sie würdig in die Rente gehen können und noch etwas von ihrer Rente haben. Und das ist meine Antwort darauf. Ich hoffe nicht, dass es jetzt der Regierungsanzeiger-Bild war, sondern sozusagen mehr das Sensationsblatt-Bild war, dass das in die Welt gesetzt hat. Denn wenn das auch eine Regierungspolitik werden würde, dann eine gute Nacht in Deutschland, kann ich nur sagen. Das war alles sehr kritisch. Herr Sommer, können wir von Ihnen auch eine leicht friedfertige Antwort auf eine bestimmte Frage erwarten? Eine historische Frage. Das hängt, ja von, ab, ja. Das hängt ja von der Frage wahrscheinlich auch ab. Aber es ist März 2013 und März 2003, da klingelt ja überall etwas. Das war der Zeitpunkt der Agenda 2010, die heftig umstritten war. Das will ich jetzt gar nicht weiter interpretieren, aber die nach eigentlich Meinung aller Deutschland jedenfalls nicht wirklich geschadet hat, sondern in der Finanzkrise nach 2008 sogar ein bisschen geholfen hat. Naja, der Altkanzler hat heute gesagt, sie hat die müde gewordene Deutschland AG revitalisiert. Ich merke schon aus den Reaktionen, die Gewerkschaften haben immer noch nicht ihren Frieden damit gemacht. Nein, wir werden, glaube ich, auch in weiten Bereichen unseren Frieden damit nicht machen, weil für uns die Agenda 2010 vor allen Dingen verbunden ist mit der Einführung eines Niedriglohnsektors in Deutschland, der sehr, sehr viele Menschen in diesem Land wesentlich ärmer gemacht hat, insbesondere auch arbeitende Menschen. Ich will trotzdem ein Zweites sagen. Wir können natürlich jetzt immer noch mal die Diskussion führen, wer ist denn eigentlich an was schuld? Man kann natürlich erst mal die Deutschland AG krankreden, um dann anschließend zu sagen, wir geben jetzt so viel Gift, dass wir dann so tun, als ob der halbtote Patient wieder gesund geworden wäre. Das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass ich glaube, wir sollten nach vorne gucken. Wir haben insgesamt nach 30 Jahren Deregulierung von Arbeit, Finanzwesen, Sozialwesen in Deutschland die Situation, dass wir wieder dieses Land sozial wieder vitalisieren müssen. Das heißt, dass wir nach vorne gucken müssen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Aufgabe. Die Vergangenheitsbewältigung überlasse ich dann gerne denjenigen, die in der Vergangenheit gewirkt haben. Wir wirken jetzt für Gegenwart und Zukunft. Vielen Dank, Herr Sommer. Das wollen wir auch tun. Wir wollen jetzt nach vorne gucken. Und zwar wollen wir nach vorne gucken. Ich gehe jetzt einfach mal so quer durch, erst mit den Damen natürlich, mit Andrea Nahles, Generalsekretärin der SPD, mit Steffi Lemke, das Gleiche bei den Grünen, dann mit Hermann Gröhe von der CDU, Generalsekretär, Alexander Dobrindt von der CSU, Patrick Döring von der FDP und dort außen, ohne dass das irgendwas zu bedeuten hat, ich stehe ja schließlich auch außen, heißt eigentlich auch nichts Besonderes, Matthias Höhn von der Linken. Fangen wir doch gleich mal damit an, nach vorne gucken.
Missstände möglicherweise ändern, die man als solche erkannt hat. Fangen wir mal mit dem großen Arbeitsthema an. Herr Gröhe, als Vertreter der größten Regierungspartei haben Sie ja die Studien darüber, dass Arbeitnehmer immer häufiger unter psychischen Belastungen leiden, auch gelesen, dass die Fehltage sich deutlich verstärkt haben. Muss die Politik da was tun? Gibt es eine Möglichkeit für den Gesetzgeber, diesen Stressbelastungen zu begegnen? Oder ist das eine Sache, die die Menschen mit sich selbst ausmachen müssen oder mit dem Arbeitgeber? Nee, das ist die Politik auch gefordert, sind die Tarifparteien gefordert. Jetzt geben Sie mir 5 Sekunden. Sekunden, ja. 5 Sekunden, das verstehen alle. Erstens, wenn ich heute hier bin, herzlichen Dank an Ingrid Serbrock und zu den Blumen herzlichen Glückwunsch an Elke Hanack. Das wollte ich den beiden auf jeden Fall, wenn ich heute hier bin, sagen. Und jetzt komme ich zu dem Thema. Also erstens ist, glaube ich, immer noch wichtig zu sagen, am schwersten gehen Menschen mit erzwungener Arbeitslosigkeit um. Also wenn wir in die Diktion gehen zu sagen, Arbeit macht krank, kommen wir in eine gefährliche Ecke. Aber es gibt Arbeitsverdichtung, es gibt Unregelmäßigkeiten, es gibt Daueranforderungen an Präsenz, die zugenommen haben. Das führt zu schwierigen Situationen. Und da wird man sicher, ich glaube, das ist eine Aufgabe auch der Tarifparteien. Wir werden auch prüfen müssen, was muss der Gesetzgeber machen. Ich finde, in vielen Bereichen ist nach wie vor die betriebliche Vereinbarung über beispielsweise Fragen der Erreichbarkeit besser als die sozusagen des Versuches, das mit einem bundeseinheitlichen Gesetz zu regeln. Aber ich sage deutlich, ich finde die Zunahme von Arbeitsverdichtung und durch dadurch verursachte psychische Erkrankung ein sehr ernstes Thema. Sie haben ein Stichwort genannt, das natürlich eigentlich gleich sozusagen in die Sache selbst führt. Könnte es in der Tat sein, Frau Nahles, dass einer der Hauptstressfaktoren gar nicht der ist, dass man jederzeit verfügbar sein soll, dass man selbst am Wochenende am Handy erreichbar sein soll, sondern dass die Leute einfach oder viele, nicht alle Gott sei Dank, viele unter dem Druck leiden, dass sie eine harte Arbeit haben, aber dafür relativ bescheiden bezahlt werden, dass wir noch immer einen Niedriglohnsektor haben, der eigentlich mit einem modernen Industriestaat doch kaum vereinbar ist? Wenn Sie jemanden im Wach- und Sicherheitsgewerbe fragen, dann wird er sagen, ja. Der muss so viele Überstunden machen, dass er überhaupt am Ende des Monats davon leben kann, dass hier ein ganz anderes Zeitproblem da existiert, wie bei einem leitenden Angestellten, der möglicherweise das Problem hat, dass der Chef dann am Wochenende auch noch morgens um 7 Uhr auf dem Handy ist. Also ich glaube, da haben wir sehr unterschiedliche Schwierigkeiten, die man auch unterschiedlich beantworten muss. In jedem Fall ist eine Überstundenpolitik, die erzwungen ist, weil der Mindestlohn nicht da ist, der flächendeckende von 8,50 Euro, eine, die man am schnellsten abstellen kann. Da muss man nämlich einfach den Mindestlohn einführen und eine zeitliche Begrenzung auch bei Minijobs, damit wir an der Stelle eben eine bessere Situation haben. Während das andere Problem auch eine Zeitsouveränität ist, die vielen Arbeitnehmern fehlt, die sie sich wünschen. Ich sag mal, auch mal Zeit für die Pflege von Angehörigen, auch freie Tage, damit man dafür Zeit investieren kann, also auch ein Stück weit selber entscheiden kann, dass man auch Zeit für Familie hat. Das sind zeitpolitische Fragen, die wir gesetzlich eben auch lösen müssen. Ich stelle jetzt mal die These, die Sie verklappt aufgestellt haben, zentral in den Raum an alle. Die These würde ja heißen, dass psychische Belastung, überhaupt Belastung auch deshalb entstehen, weil die Leute jedes Mal das Gefühl haben, von dem Geld, was ich hier bekomme, kann ich eigentlich nicht leben. Notwendig ist ein Mindestlohn. Jetzt habe ich, meine Damen, meine Herren, den Eindruck, eigentlich sind inzwischen alle Parteien so ein bisschen auf dem Weg, dass diese Art von Niedriglohn nicht so ganz mit der Menschenwürde, der Arbeitswürde, mit eigentlich einem Industriestaat in Einklang steht. Warum nicht dann eine Möglichkeit, sich zu einigen auf einen vernünftigen Mindestlohn, der das Problem löst? Ich fange links an, von mir aus natürlich. Herr Dobrindt.
Jetzt nochmal, Herr Bremer, Entschuldigung, aber die These habe ich so nicht hundertprozentig gehört, wie Sie sie verstanden haben. Das würde widerlegen auch, Sie das. Ja, vielleicht würde das sogar das Thema ein bisschen zu sehr einengen, weil es wäre falsch zu sagen, dass Stress, dass die Dynamik, die heute im Arbeitsprozess herrscht, dass die psychische Belastung, die dadurch auch entsteht, sich ausschließlich im Niedriglohnsektor ausdrückt. Das ist ja nicht wahr. Sie drückt sich nämlich in einen wesentlichen Teil aller Arbeitssektoren aus. Und deswegen, das ist aber auch so nicht gesagt. Und ich habe es bewusst auf jetzt das Mindestlohnthema zugeschnitten, weil das die meisten ja am meisten interessieren. Ach so? Doch, glaube ich schon. Okay. Sei es drum, wir sind uns einig, glaube ich, darüber, dass wir hier über ein größeres gesellschaftliches Problem reden, als eins, das lediglich im Mindestlohnsektor zu suchen ist. Und deswegen müssen die Lösungen auch an anderer Stelle gefunden werden. Übrigens, Gesamtgesellschaft, da tragen wir alle Verantwortung. Ich nehme die Politik ausschließlich nicht aus, aber auch alle anderen, die am Arbeitsprozess mit teilhaben, weil es eben erkennbar ist, dass wir hier auf ein neues, sehr großes Problem hinzulaufen, was mit der Dynamik heute der Arbeitswelt zu tun hat und dem weiteren Anstieg der Dynamik zu tun hat. Wenn Sie auf den Mindestlohn gehen, dann haben wir eine ganz klare Antwort. Wir sagen ja, dass wir einen tariflichen Mindestlohn wollen. Wir haben dies in einigen Branchen eingeführt. Wir haben gute Erfahrungen damit in diesen Branchen. Und es gibt auch gute Gründe, dies auf weitere Branchen zu erstrecken. Und deswegen wäre es sicherlich angebracht, wenn die Politik, und zwar alle politischen Parteien, sich genau auf vielleicht dieses Modell des tariflichen Mindestlohns für die Branchen und regionale Körperschaften verständigen. Ich habe auch heute noch mal explizit nachgelesen, wenn man sich anschaut, wie die Gewerkschaften auch mit dem Thema umgehen, dann wird es als Erfolg verzeichnet, dass wir in den letzten Jahren in 12 Branchen einen tariflichen Mindestlohn implementiert haben. Und ich glaube, diesen Erfolg können wir weiter fortsetzen. Nun kann man ja sagen, okay, kleine Schritte sind immerhin mehr als gar nichts zu machen. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass das da ein Fortschritt war. Ich glaube, das tun auch andere nicht. Die Frage ist nur, ist denn das Modell, das in den Koalitionsparteien immer wieder ventiliert wird, so völlig unsinnig, Frau Lemke, erhöhen, so völlig daneben, um wenigstens mal weiterzukommen, diese Niedriglöhne zu begrenzen? Ja, ist es. Ganz klares Ja auf Ihre Frage. Es ist unsinnig, weil es das Problem nicht löst. Weil Sie damit der Tatsache, dass Sie tariflich unter den diskutierten 8,50 Euro Abschlüsse machen können, Tür und Tor öffnen, das Problem damit verschleiern, das reale Problem. Und drittens auch die Möglichkeit, das ist ja bereits passiert, dass Gewerkschaften, die dann, ich sag mal, zum Schein gegründet werden, um solche Tarifverträge unterhalb von 8,50 Euro abzuschließen, Tür und Tor öffnen. Deshalb verschlimmert diese Regelung das Problem, statt es zu lösen, weil es eine Scheinlösung ist, weil es so tut, als ob jetzt irgendwas besser würde. Es wird aber nicht besser. Und das finde ich auch im Sinne von Demokratievermittlung schlimmer als alles andere. Diese Form von Scheinpolitik halte ich für richtig schädlich. Deshalb werden wir auf diesen Vorschlag definitiv nicht eingehen. Wir sagen 8,50 Euro gesetzlich festgelegt als Untergrenze für Tarif- und für Nicht-Tarifbezahlung. Und darüber können die Tarifparteien dann natürlich flexibel verhandeln. Das ist, steht nicht zur Disposition. Aber diese andere vorgeschlagene Lösung wird nichts daran ändern, dass Sie auch unterhalb von 8,50 Euro Hungerlöhne haben in vielen Branchen. Und das wollen wir nicht. Zweiter Punkt, Herr Bremer. Ich glaube, dass wir bei der Frage, die Sie eingangs aufgeworfen haben, mit dem Stress und der Belastung und Leute werden von ihrer Arbeit krank oder finden allermindestens null Erfüllung darin, einmal zwischen dem Bereich, den wir jetzt schon diskutiert haben, unterscheiden müssen und das zweite zwischen den Leuten, die wirklich in Bereichen arbeiten, wo sie mit den ernstesten und schwierigsten Problemen unserer Gesellschaft arbeiten müssen und alleingelassen werden. Ich mache ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Bekannten, der am Wochenende von einer Arbeitsvermittlung zurückkam, der sich arbeitslos gemeldet hat auf ALG 1, wo ihm sein Arbeitsvermittler gesagt hat, jetzt haben Sie 20 Jahre da gearbeitet, ich finde, Sie haben es verdient, dass Sie jetzt mal arbeitslos sind. Der Kollege war in einer ostdeutschen Kommune mit rechtsextremen Problemen, schärfsten sozialen Problemen in der Jugendsozialarbeit beschäftigt. Und ich glaube, dieses zweite Problem ist bei der Frage von Stress das Allerschärfste. Wenn Sie gestatten, bleibe ich jetzt ein bisschen bei dem Streit um den Mindestlohn, was ja nun wirklich ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Streitpunkt ist.
Ich gehe dabei immer davon aus, dass Ihnen allen hier natürlich klar ist, wie die Umfragen dazu laufen, nämlich dass 70 bis noch mehr Prozent einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn wollen. Herr Döring, die FDP hatte in der letzten Zeit auch so kleine Bewegungen in Richtung, sage ich mal, Lohnuntergrenzen, meinetwegen auch Mindestlohn, gezeigt. Aber wie häufig eben ein bisschen zwei Schritte vor, dann doch wieder einen zurück. Erst hieß es in allen anderen Branchen, in denen es noch so etwas nicht gibt. Jetzt heißt es wieder nur in weiteren Branchen. Warum tun Sie sich eigentlich so schwer damit, wenn Sie doch gleichzeitig sagen, Herr Westerwelle, Löhne von 3 Euro oder 3,50 Euro sind menschenunwürdig? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Ende zu der Formulierung kommen, die Sie zitiert haben, Branche für Branche, aber dann in allen Branchen auf Grundlage von vorhandenen Tarifverträgen. Da sind wir ganz dicht an der Position auch unseres Koalitionspartners, weil wir müssen ja erkennen, und ich sage mal, da ich selber als Arbeitgeber und als Unternehmer in die Politik gegangen bin, war mir das in meiner eigenen Partei auch immer ein Anliegen, denn wir müssen erkennen, dass es Geschäftsmodelle gibt von Unternehmern, die dauerhaft auf die Bezahlung von deutlich Löhnen von deutlich unter 5 Euro angelegt sind. Und solche Geschäftsmodelle haben auf Dauer auch für Liberale in der sozialen Marktwirtschaft keine Berechtigung. Und was machen Sie bitte in den Branchen, in denen es keine Tarifverträge gibt, keine Tarifparteien gibt? Da kann man sich dann in der Tat vorstellen, dass man ähnlich wie die Kommissionslösung in Großbritannien mit Wissenschaft, Tarifparteien, Politik meinetwegen auch eine Lösung findet. Ich warne aber davor, die Lohnfindung in den Deutschen Bundestag zu verlagern. Es wird am Ende ein politisches Lohngerangel geben. Ich erinnere mal an die Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika, die lange einen gesetzlichen Mindestlohn haben. Dort wird eine Mindestlohnerhöhung in der Regel den Oppositionen abgekauft durch andere politische Kuhhandel. Wenn wir wirklich die Lohnfindung in das Plenum des Bundestags verlagern, dann verändert sich ein Stück weit auch der Charakter unserer Demokratie und der politischen Kultur. Ich glaube, es ist 60 Jahre sehr gut gegangen mit sehr verantwortungsbewussten Tarifparteien. Es gibt keinen Grund, warum wir Abgeordnete das besser können sollten als diejenigen, die das in den Tarifkommissionen machen. Herr Höhn, warum sind Sie eher für einen gesetzlichen Mindestlohn, statt zu überlegen, ob man im Kompromisswege über Lohnuntergrenzenmodelle der Koalitionsparteien nicht wenigstens einen Schritt weiterkommt? Was ich jetzt nicht noch mal hören will, ist, dass Sie 10 Euro fordern. Das ist ja eigentlich immer so, dass die Linke auf alles andere immer einen draufsattelt. Immer was draufsattelt, das hilft uns nicht weiter. Ob 8,50 oder 10, Mindestlohn, ja oder nein? Gibt es da wirklich keine Alternative? Aus der Erfahrung, die man jeden Tag vor Ort machen kann, wenn man mit den Betroffenen, mit den Erwerbstätigen redet und sich die Situation anschaut, sage ich nein. Es wird ja immer so getan, als würde der gesetzliche Mindestlohn und die Tarifautonomie, die tariflichen Regelungen in den einzelnen Branchen in einem Widerspruch zueinander stehen. Das ist ja nicht der Fall, sondern wofür wir plädieren, vor kurzem auch die Bundesratsmehrheit glücklicherweise nach langer Zeit, ist zu sagen, wir brauchen eine Untergrenze, unter die niemand fällt. Und das enthebt ja niemanden, Gott sei Dank, von der Autonomie und der Frage, wie wir Tarifverträge ausgestalten. Aber trotzdem brauchen wir eine Grenze, unter die niemand fällt. Und wenn er Vollzeit arbeitet, auch in Würde und Souveränität davon leben kann. Und dass wir sagen, 10 Euro, nicht 8,50 Euro, haben Sie mir jetzt schon vorweggenommen. Das muss ich nicht wiederholen. Ich will eine Bemerkung noch machen zu der Stressfrage. Es ist in der Tat nicht nur eine Frage des Einkommens. Es ist eine Frage der Arbeitsgestaltung, der Arbeitszeit. Natürlich müssen wir über gesetzliche Höchstarbeitszeitgrenzen reden. Es ist aber auch eine Frage, welche Beschäftigungsverhältnisse habe ich denn? Rette ich mich von einer Befristung zur anderen? All das führt nicht dazu, dass Arbeitsqualität, Arbeitsumfeldsqualität steigt. Und das, was wir an Deregulierung im Arbeitsmarkt in den letzten Jahren hatten, wir haben über die Agenda 2010 gerade im Vorwort des DGB-Vorsitzenden geredet. Das müssen wir ein Stück wieder zurückholen. Herr Gröhe, bevor Sie darauf eingehen, würde ich Sie gerne begleiten mit einem Zitat eines Mannes, der Ihnen sehr geläufig ist, der über viele Jahre das wirtschaftspolitische Gesicht der CDU war, nämlich Friedrich Merz, der gesagt hat, ich zitiere wörtlich, die CDU muss Frieden machen mit dem gesetzlichen einheitlichen Mindestlohn. Die Debatte ist nicht mehr zu gewinnen. Hat er jetzt den Blick für die Realität verloren, seitdem er Rechtsanwalt ist? Oder ist das nicht genau die Realität, die Sie noch nicht erkannt haben? Überhaupt nicht. Ich finde, das ist Ausdruck, dass wir das zunehmend unideologisch diskutieren, wenn Friedrich Merz und der DGB einig sind.
Das stelle ich fest. Da wird es nicht so viele Fragen geben, aber wenn es eine gibt, nehme ich die, wie den Friedrich Merz insgesamt ernst. Auch wieder ein kleiner Schritt. Nehme ich den ernst. Aber Steffi Lemke hat eben die Formulierung von Scheinlösungen, die der Demokratie schaden, gesprochen. Das ist ja doch kraftvoll. Und da sage ich, wer in der Opposition den staatlich geregelten Einheitsmindestlohn fordert, der muss sich fragen lassen, warum er in 7 Jahren rot-grüner Regierung nichts zu Wege gebracht hat. Nicht einen Branchenmindestlohn, nichts an einheitlicher staatlicher Mindestlohnregelung. Wir haben 4 Millionen Menschen in Deutschland, die durch einen branchenspezifischen Mindestlohn geschützt werden. Wenn Sie die aus den vielen Gewerken kennen, wissen Sie, dass die über 8,50 Euro liegen, im Bau, bei den Lackierern und, und. Es gibt Probleme, da hat sie völlig recht, mit bestimmten nachwirkenden Tarifverträgen. Deswegen bin ich der Meinung, dass man den Gewerkschaften nicht ewig nachwirkende Tarifverträge mit 3 Euro sowas vorhalten darf. Ich bin dafür eine Befristung der Nachwirkung. Es kann nicht wahr sein, dass die Gewerkschaften dann sozusagen immer am kürzeren Hebel sitzen und man kann ewig einen veralteten Tarifvertrag nachwirken lassen. Ich glaube, das gehört auch zur Fairness der dann handelnden Vertragspartner. Aber wir haben 4 Millionen Menschen erfreulich mit Branchenmindestlöhnen geschützt. Und ich will das für alle weiße Flecken durch die Inpflichtnahme der Tarifparteien. Und ich bin sicher, die werden sich nicht in irgendwelche unsozialen Tiefen verhandeln lassen. Ich habe da großes Vertrauen, dass das Gewerkschaften damit vernünftig umgehen und dass wir zu guten Mindestlohnregelungen kommen. Und deswegen rede ich auch über dieses Thema gerne in den vor uns liegenden Monaten. 4 Millionen geschützt, gegen 7 Jahre nichts getan. Diesen Vergleich halten wir locker aus. Herr Gröhe, meine Damen, meine Herren, ich würde sehr daran appellieren, dass wir, Sie kommen ja gleich dran, wollte nur eine kleine Spielregel zur Disposition stellen, dass wir das Wort von Michael Sommer ernst nehmen und nach vorne gucken. Dass in der Vergangenheit immer alles falsch gemacht worden ist, von Rot-Grün, von Schwarz-Gelb davor, das wissen wir. Das ist aber nicht mehr so zündend, glaube ich. Weil ganz so blöd ist der Wähler nicht mehr. Der weiß auch, dass manches in anderen Situationen, Zeitumständen vielleicht doch anders gelaufen ist. Und aber Herr Gröhe, Taten Sie und kenne Worten ich doch. Gehören zusammen. Ich kenne Sie doch gut. Sie haben doch zusammen. Viel bessere Argumente für Ihre Lohnuntergrenzen Taten als nur die Worten Vergangenheit. Frau Lemke wollte aber da was zu sagen und ich bin ganz sicher, dass Frau Nahles auch noch ein Bilder möchte. Ich nehme jetzt Herrn Sommer und Herr Bremer ernst und spare mir die Replik auf, warum das unter Rot-Grün anders war. Hashtag Leiharbeitsverhältnisse und Minilohn in dem Ausmaß, in den Auswucherungen hatten wir das damals nicht. Aber ich möchte auf das, Sie haben gesagt, es wäre ein starkes Bild gewesen, gerne noch eins draufsetzen. Und Herr Gröhe, wenn Sie sagen, dass wir einen gesetzlich geregelten Einheitslohn fordern würden, dann ist das nicht nur sachlich falsch, sondern das ist Demagogie, weil Sie wissen, das haben Sie gerade, ich habe es mir aufgeschrieben, Einheitslohn, das war Ihre Formulierung, gucken Sie nochmal nach. Nee, Sie haben von Einheitslohn gesprochen und Sie sind Profi und deshalb lasse ich Ihnen nicht durchgehen, dass sowas ein Versehen ist. Und das ist demagogisch, wenn Sie suggerieren, dass wir die Löhne gesetzlich einheitlich regeln wollen würden. Wir sprechen von einer Untergrenze unterhalb von 8,50 Euro, unter der nichts bezahlt werden soll. Und wir sagen explizit, dass darüber die Tarifautonomie nicht berührt werden soll. Deshalb entsorgen Sie bitte das Wort von dem Einheitslohn. Herr Döring hatte es vorhin auch schon drin. Es geht um eine Untergrenze, unter die keine Bezahlung fallen soll, weil wir das als Minimum ansehen, für die man arbeiten können soll. Dann kriegen wir vielleicht mehr Sachlichkeit in die Wahlauseinandersetzung. Herr Gröhe, können wir uns auf die Korrektur einigen? Einheitlicher Mindestlohn. Also das Wort Einheit hat immer so ein etwas Nebengeschmack. Also ich nehme die Korrektur. Einheit Schule und all so ich etwas. Ich nehme die Korrektur ernst, wenn das missverständlich war. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Bertolt Huber und Michael Vassiliadis unter 8,50 Euro abschließen. Also natürlich gibt es Offenheit der Löhnfindung nach oben, das ist doch völlig klar. Es geht um die Frage, wer die Untergrenze festlegt, da sind wir einig. Und da sagen wir, das können die Tarifparteien noch besser als wir hier oben. Die Gewerkschaften scheinen den Politikern da mehr zu vertrauen, manchmal als sich selber. Das wundert mich, aber es ist völlig klar, es geht um die Untergrenze und um nichts anderes. Frau Nahles, ich habe gerade was Neues gelernt. Bisher war ich immer der Vorstellung, dass gerade die großen Gewerkschaften überhaupt kein Mindestlohnproblem haben, sondern dass das ein Problem der Branchen ist, in der entweder die Gewerkschaften gar nicht vertreten sind, keine Tarifautonomie besteht, keine Tarifpartnerschaft besteht, also die Arbeitnehmer mehr
schutzlos sind. Ist das ein Irrtum? Bin ich da einer völlig falschen Information aufgesessen? Ist das ein IG Metall-Problem? Natürlich hat die IG Metall zum Beispiel auch den Bereich Holzwirtschaft, den sie mit vertritt. Und in diesem Bereich, so ist es mir jedenfalls aus Rheinland-Pfalz bekannt, werden unterirdisch niedrige Löhne auch immer noch bezahlt. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Das heißt also, es gibt hier keinen Grund, die eine Gewerkschaft gegen die andere auszuspielen. Das Portfolio der Einzelgewerkschaften ist sehr breit. Und da gibt es auch immer wieder Probleme in niedrigeren Bereichen. Natürlich ist das aber in den sozialen Dienstleistungsberufen besonders gravierend, bei der Kreativwirtschaft, also sprich im Bereich von Verdi, da gibt es einfach mehr Branchen, die betroffen sind. Wenn ich jetzt aber das hohe Lied auf die Tarifautonomie höre, hier von meinen beiden Kollegen rechts und links. Na, warum? Dobrindt mit Sicherheit auch. Dobrindt ist außerhalb meines Wahrnehmungskreises im Moment gerade zumindest. Ist es jedenfalls so, dass ich persönlich mich freuen würde, wenn wir uns dann heute hier verabreden, dass wir die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen verbessern, indem wir zum Beispiel das 50%, ja, da könnte man unheimlich viel tun, 50% Quorum weg, Repräsentativität von Tarifverträgen soll wieder gelten. Damit wäre dann ja wirklich das, was Sie hier immer vor die, wie die Monstranz zu herführen, wäre dann ja entsprechend auch gewährleistet. Weil das wird natürlich nicht angepackt von dieser jetzigen Bundesregierung. Und ich muss auch noch mal darauf hinweisen, dass nicht nur von Branchendifferenzierung die Rede ist, wenn von der Lohnuntergrenze hier gesprochen wird, sondern überall wird auch von regionalen Unterschieden geredet, die gemacht werden sollen. Jetzt frage ich mal, was soll denn das am Ende sein? Ist das dann sozusagen in der Eifel anders gelöst als im Hunsrück oder im Taunus oder in der Pfalz? Ich rede jetzt mal aus meinem Landesverband. Wie soll denn das am Ende aussehen? Wer verhandelt denn das? Und wie viele Mindestlöhne wollen wir denn in Deutschland dann nachher haben? 100.000, 2.000, das kommt nämlich genau auf diese Zahlen, das halte ich für irrwitzig. Und deswegen wäre ich hier für Aufklärung mal dankbar. Was heißt hier bitte schön regionale Differenzierung? Ich halte das für totalen Mumpitz, überhaupt nicht managebar. Und eins möchte ich mal klar sagen, die Arbeitnehmer selber müssen auch noch wissen, was sie für Rechte haben. Ganz einfache Regeln, die man auch verhandeln kann, wenn man einen Job annimmt mit dem Arbeitgeber. Und da ist nun mal ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn das Einzige, was den Leuten wirklich hilft in der Verhandlungssituation. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Herr Dobrindt, der eigentlich dran ist, beides beantworten kann, das, was wir generell diskutieren, aber auch die Frage von regionaler Differenzierung. Ja, vielleicht ergänzt um eine Frage, die ich sonst Herrn Döring stellen müsste, was mich jedes Mal stört oder wo ich keine klare Antwort darauf habe, ist, wenn man das machen würde, nicht nur nach Branchen oder auch nach Regionen zu differenzieren, wie entgeht man eigentlich der Gefahr von Ausweichreaktionen, dass nämlich Unternehmen dann in die Regionen gehen, wo der günstigere, also der billigere Tarifvertrag ist? Das kann doch, das ist ja eine Gefahr bei so einem Flickenteppich. Und das kann aber nicht Sinn einer sozialen Marktwirtschaft sein. Vielleicht, ich bin sicher, die CSU hat darüber natürlich schon nachgedacht. Als erstes vielleicht, ehrlich gesagt, wäre diese Diskussion, wenn sie ein bisschen unideologischer geführt werden würde, schöner. Ja, ernsthaft gemeint und an alle Seiten auch gerichtet. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo wir, glaube ich, alle ein Problem erkennen und alle der Meinung sind, dass in Unternehmen oder Branchen, wo es wirtschaftlich möglich wäre, einen höheren Lohn zu bezahlen als die 5 Euro oder die 4 Euro und sie werden trotzdem bezahlt, ist das etwas, was nicht in Ordnung ist. Manche sagen auch, das wäre sittenwidrig oder an der Grenze zur Sittenwidrigkeit. Wenn man dieses Problem so erkennt, dann glaube ich, muss man sich dem stellen. Dabei wird halt bei der Diskussion mit dem gesetzlichen Mindestlohn vergessen, dass wir eine Gruppe von Menschen haben, die wir in den vergangenen Jahren, und es war übrigens nicht alles falsch, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, unabhängig von welcher Regierung, die wir auch in Arbeit bringen müssen. Die Agenda 2010, so unbeliebt die sein mag hier in diesem Raum, und ich habe sie nicht gemacht, hatte natürlich im Kopf eine Zahl von Arbeitslosen. Und da darf man schon daran erinnern, dass wir damals 6 Millionen Arbeitslose hatten. Eine Zahl von Arbeitslosen in Arbeit zu bringen über diesen Weg. Man kann auch sagen, Kombilohn hat es damals geheißen. Und ich bitte einfach darüber nachzudenken, was wir mit Menschen machen, die
vielleicht keine Ausbildung haben, noch nie eine Arbeit hatten, keinen Beruf erlernt haben, vielleicht schwere Gebrechen hatten, Krankheiten hatten und, die wir aber in Arbeit bringen müssen. Und ich glaube, dass wir da gut daran tun, dass wir in einer Kombination mit staatlichen Leistungen diesen Menschen auch Arbeit verschaffen. Mag unbequem klingen, ist aber, glaube ich, notwendig. So, und jetzt darf man dann mal sagen, wenn wir heute positiv anmerken, dass wir tarifliche Mindestlöhne auch regionalspezifisch geschaffen haben in der Vergangenheit, weiß ich nicht, warum man es dann dringend kritisieren muss, dass das in der Zukunft auch noch schlecht ist. Sie stellen ja selber die Abschlüsse, die wir gemacht haben, gemeinsam mit der Politik in Frage. Diesen erfolgreichen Weg würde ich gerne weitergehen. Wir haben sehr unterschiedliche Situationen in Deutschland, was den Arbeitsmarkt betrifft, sehr unterschiedliche Situationen, was auch Lebenshaltungskosten betrifft und die Ausweichreaktionen, die Sie gerne beschreiben. Ja, Entschuldigung, wenn wir darüber reden, und ich glaube, wir können da gerne drüber reden, dann müssen wir auch über die Ausweichsituationen innerhalb Europas reden, die natürlich auch möglich sind und möglich wären, weil wir Freizügigkeit innerhalb Europas haben und die jedes Unternehmen natürlich ausreichend nutzen kann. Ich hätte gerne, dass wir für die Arbeitnehmer in Deutschland weiter Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, auch für diejenigen, die sich besonders schwer tun am Arbeitsmarkt und nicht dafür sorgen, dass die zukünftig wie in vergangenen Zeiten nur am Arbeitsmarkt beim Arbeitsamt auf der Matte stehen. Herr Höhn. Also vielleicht muss man noch mal einwenden, nicht jeder Arbeitsplatz ist per se gute Arbeit. Und die Frage nach der Regionalität haben Sie jetzt ausgeblendet. Das europäische Umfeld, also wenn wir mal bei der Frage ins europäische Umfeld denn mal schauen würden, hätten wir ja schon längst einen gesetzlichen Mindestlohn, weil er in Europa mehr oder weniger überall schon lange vorhanden ist. Nur in der Bundesrepublik führen wir ihrerseits, habe ich jetzt erfahren, unideologische Debatten. Das überrascht mich, aber ich nehme es zur Kenntnis. Ich würde mich freuen, wenn wir dazu kommen. In der Tat ist die Frage der Differenzierung nach Branchen und Regionen immer wieder der Vorschlag, der aus Ihrer Richtung kommt. Und da will ich mal auf die Situation verweisen, die wir in den neuen Bundesländern haben, wo wir seit langer Zeit schlechtere Löhne, schlechtere Renten, schlechtere Einkommen haben. Es hat der wirtschaftlichen Kraft der neuen Bundesländer nicht geholfen, diesen Rückstand permanent fortzusetzen. Und die Frage eines gesetzlichen Mindestlohnes ist nicht nur eine tarifpolitische Frage, die wir diskutieren, sondern eine gesellschaftliche. Wie viel ist uns eigentlich geleistete Arbeit wert in diesem Land? Und was akzeptieren wir nicht mehr? Und ich finde, da ist die Antwort, die Sie bisher geben, unzureichend. Sie akzeptieren Bezahlung im sittenwidrigen Bereich. Das ist die Praxis. Das ist die Praxis in der Bundesrepublik. Löhne von 4-5 Euro werden Sie mit Ihren Vorschlägen nicht verhindern in der Bundesrepublik. Sonst hätten wir sie ja nicht mehr. Also ich bestreite das. Und ich muss jetzt wirklich sagen, dass man dauernd sagt, wir sind für Löhne mit 4 Euro. Wir halten das für unanständig niedrig. Als Kurzintervention lasse ich es zu. Aber sonst würde ich gern bei Herrn Döring bleiben. Der hat sich nämlich ganz ordnungsgemäß gemeldet. Sorry. Herr Döring, aber eine Frage darf ich Ihnen mitgeben. Sie haben vorhin ein Stichwort genannt für den Fall, dass es Bereiche gibt, in denen die Tarifparteien nicht zum Zuge kommen, könne man das ja einer Kommission überlassen. Warum gehen Sie eigentlich nicht den entscheidenden Schritt weiter und sagen, wenn wir denn einen einheitlich gesetzlichen Mindestlohn machen, dann natürlich nicht durch die Politik, die dann das Lohnniveau bestimmt, sondern auch durch eine Kommission bestehend aus den Tarifparteien, nämlich Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertreter und Wissenschaftler. Ganz klassisch United Kingdom. So funktioniert das in Großbritannien. Dass Großbritannien daran wirtschaftlich zugrunde gegangen ist, glaube ich, kann keiner behaupten. Das ist wahr. Trotzdem glaube ich, dass auch hier der Aspekt der Regionalität eine Rolle spielt. Ich bestreite übrigens, lieber Kollege Höhn, dass wir, wenn wir die Löhne auf westdeutschem Niveau von Anfang an in den neuen Ländern bezahlt hätten, dass dann irgendetwas besser wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin der festen Überzeugung, dass es klug und richtig war, differenzierte Lohnabschlüsse für die neuen Länder nach der deutschen Einheit zu verabreden. Das hat auch dazu geführt, dass wir überhaupt industrielle Basen haben erhalten können. Dieser regionale Aspekt ist
deshalb nötig. Ob er am Ende zum Zuge kommt, ist ja eine zweite Frage. Aber er ist aus meiner Sicht nötig, aus unserer Sicht nötig, weil wir tatsächlich schauen müssen, dass sich bestimmte Arbeitsmärkte in bestimmten Regionen deutlich anders entwickeln haben. Ich will mal auch das Beispiel nennen, dass es auch Branchen gibt, die nur in bestimmten Regionen überhaupt zu regeln wären. Auch das, sagen wir mal, die berühmten Erzgebirgsschnitzer, die werden mit einem Tarifvertrag, der für ganz Deutschland gilt, auch nicht glücklich werden. Also regionale Offenheit muss man ermöglichen. Ob sie nachher gezogen wird, ist eine zweite Frage. Und worum geht es denn am Ende? Ich meine, wir sind uns doch in einem Punkt einig. Ich will das ausdrücklich sagen, was der Kollege Gröhe gesagt hat. Niemand von uns will, dass dauerhaft 4 oder 5 Euro die Stunde bezahlt wird. Nur die Länder, die die Löhne um uns herum haben, lieber Herr Höhn, in Europa, die haben die höchste Jugendarbeitslosigkeit, deutlich höher als wir. Also werden wir doch auch Differenzierungen vornehmen für Auszubildende, für diejenigen, die in den Arbeitsmarkt kommen und direkt aus der Schulbildung kommen, mit oder ohne Schulabschluss. Werden wir doch auch wahrscheinlich differenziertere Lösungen finden als die 8,50 Euro, damit wir keine Massenjugendarbeitslosigkeit produzieren. Und da gehört auch ein Stück weit Ehrlichkeit zu dem Unterschied zwischen dem gesetzlichen oder dem nicht gesetzlichen Weg, diese Lohnuntergrenze zu finden. Also es ist sicher so, dass man noch wahnsinnig viele Detailfragen zu diesen ganzen Sachen diskutieren könnte. Müssen wir nicht, weil Sie mögen mich allesamt dafür steinigen. Aber mein Eindruck ist, dass sich an den Grundpositionen nirgendwo eine Annäherung zeigt. Die einen wollen halt Lohnuntergrenzen, die dann ausgehandelt werden. Und die anderen, sprich SPD, Grüne und auch die Linkspartei, wollen das gesetzlich einheitlich geregelt haben und sind damit sicher im Einklang der Forderungen der Gewerkschaften. Übrigens wollte ich anmerken, ich kenne nur Gewerkschafter, die sich durch hohe Toleranz auszeichnen, auch dann, wenn sie Dinge hören, die ihnen gar nicht gefallen. Vielleicht können wir etwas weniger deutlich machen, dass das, was einige dann sagen, gar nicht so in ihrem Herzen bewegt wird. Ich finde gerade, das ist ja die Chance, dass wir hier jetzt gerade mal sozusagen klare Positionen raushören. Können wir ein anderes Thema jetzt angehen, Herr Gröhe? Wir haben durch den Fall Amazon, aber auch durch andere Fälle, ein Schreckensgemälde gehabt, was eigentlich oder wie eigentlich mit Leiharbeitern umgegangen wird. Nicht nur, dass sie sehr massiv angestellt werden, weil sie schön billig sind, sondern auch, dass sie dann noch unter Druck gesetzt werden. Wird die Leiharbeit nicht missbraucht, müssen wir die nicht deutlich begrenzen und auf das zurückführen, was sie eigentlich mal sein sollte, nämlich in Spitzenzeiten bei Unternehmern dafür zu sorgen, dass sie diese Spitzenaufträge ausfüllen können, aber nicht, dass sie so eine Art verkappte, ständige Arbeitnehmer sind, allerdings viel billiger? Also die Leiharbeit wird erkennbar missbraucht. Sie ist eingeführt worden, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, jeder weiß wann. Und es gibt inzwischen eine Regelung. Es gibt eine Regelung, die nach dem Schlecker-Fall eingeführt wurde, eine Missbrauchsbekämpfung, die diese Koalition auf den Weg gebracht hat, weil wir bei diesen Drehtüreffekten, dem Auslagern, Sie kennen das allen, Missbrauch sahen. Jetzt gibt es Fälle offener Illegalität, da muss die Staatsanwaltschaft rein. Und dann muss man weiter gucken, ob wir Dinge noch gesetzlich ändern müssen. Wir haben einen Mindestlohn in der Zeitarbeit, das war wichtig. Wir haben im Zuge dieser Mindestlohnverhandlungen gesagt, wir wollen, dass es schnell zur Verständigung bei Equal Pay kommt, sonst muss der Gesetzgeber handeln. Es gibt jetzt im Bereich, mindestens habe ich es im Kopf, Metall und Chemie, gibt es eine entsprechende Regelung. Was merken wir? Es gibt neue Ausweichtatbestände bei den Werkverträgen, Stichwort Scheinselbstständigkeit und. Da müssen wir im Gespräch bleiben, dass wir auch diese Lücken schließen und es nicht immer Absetzbewegungen gibt. Aber für illegale Fälle ist die Staatsanwaltschaft und sind Gerichte zuständig. Und wir haben bewusst eine Missbrauchsbekämpfungsregelung eingebaut in das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, diese Fälle legen nahe, diese zu verschärfen, zu verbessern, bin ich im Detail zu Gesprächen selbstverständlich bereit. Und ich hoffe, dass wir zügig überall eine vernünftige, das heißt schnell wirkende, nach kurzer Einarbeitungszeit wirkende Equal Pay Klausel in die Tarifverträge kommen. Ich habe kein Verständnis für den Missbrauch dieses notwendigen Flexibilitäts. Ich verstehe das so, dass Sie schon der Meinung sind, dass man die Missbrauchsfälle im Grunde ausschließen kann, wenn es Equal Pay gäbe, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also das ist das ist ein Element. Ja, aber der Mindestlohn war wichtig, damit sozusagen Missbrauchsgefahr. Zweitens, Equal Pay ist wichtig. Und drittens war wichtig, dass wir diesen Auslagerungsverschachtelungen
Einhalt gebieten. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, es gibt weitere, ich sehe da im Augenblick vor allen Dingen den Bereich Werkverträge, es gibt weitere Ausweichverhandlungen, Verhalten in der Wirtschaft, dann müssen wir gemeinsam darüber reden, was eine adäquate Schließung dieser Schlupflöcher ist. Dafür bin ich. Und bei Equal Pay, glaube ich, sind wir in wichtigen Branchen auf einem guten Weg. Ich wollte ja genau darauf hinaus. Sie sagen immer, wir müssen darüber reden, wir müssen das und das besprechen. Sie haben Equal Pay bisher nicht eingeführt, obwohl meines Wissens die Koalition eine Mehrheit hat im Bundestag und das hätte längst einführen können. Also, ich höre die Forderung inzwischen bei jedem Kongress, bei jeder Sache, warum wird das denn nicht gemacht, wenn also, Sie doch selbst sagen, das ist notwendig. Herr Bremer, scheitert das an der FDP? Nee, aber Herr Bremer, das finde ich jetzt auch keine faire Zusammenfassung, das muss ich schon sagen. Wir haben ja nicht geredet über einen Mindestlohn in der Zeitarbeit, wir haben ihn geschaffen. Nein, Sie haben gesagt, Sie wollen über all diese Probleme, wir haben nicht geredet über den Missbrauch. Wir haben eine Missbrauchsbekämpfungsregelung ins Gesetz eingebaut. Und wir haben beim Mindestlohn gesagt, einigt euch schnell auf Equal Pay, sonst muss der Gesetzgeber handeln. Das haben die Gewerkschaften zu Recht als Rückendeckung verstanden und haben Equal Pay in Tarifverträgen durchgesetzt. Im Übrigen ist auch nach geltendem Gesetz, wenn nichts geregelt ist, die Rechtslage Equal Pay. Das kann ich Ihnen nur nicht ersparen, dass ein Abweichen von Equal Pay immer die berühmte zweite Unterschrift voraussetzt. Das ändert sich jetzt. Ja, aber es waren nicht nur die Kleinen und die Bösen, es waren auch andere und es ändert sich das Tarifverhalten und ich begrüße das. Und deswegen sage ich, wir haben an einer Reihe von Punkten gehandelt und ich finde im Augenblick die Frage, wie wir zum Beispiel bei den Werkverträgen das vernünftig fassen, dass wir einerseits das, was berechtigt in diesem Bereich läuft, ist weiter erhalten wollen und den unsäglichen Missbrauch durch Scheinselbstständige etc. bekämpfen, ein wichtigen Punkt. Und wenn wir dann gemeinsam weiteren gesetzlichen Handlungsbedarf feststellen, dann gehen wir den an. Wir haben in diesem Bereich gehandelt. Frau Nahles, da ich ja ungern etwas missverstehe und auch missinterpretiere, es gibt also im Grunde längst Equal Pay. Dann frage ich mich, warum das immer noch im SPD-Parteiprogramm steht. Equal Pay, es sei denn, ein Tarifvertrag regelt etwas anderes. Dieser Zusatz war der große Fehler, als wir diese Equal Pay-Regelung eingeführt haben. Sie wurde massiv und systematisch unterlaufen. Das hatte auch mit dem Arbeitsgerichtsurteil gegenüber der christlichen Gewerkschaft Metall zu tun damals, die eben dummerweise dann wenige Monate nach Verabschiedung dieses Gesetzes auf den Weg gebracht wurde, dass plötzlich Gewerkschaften tariffähig erklärt wurden, die es bis dahin nicht waren. Und damit wurde Tür und Tor geöffnet. Was also kritischerweise passiert ist, ist, dass dann zu lange zugewartet wurde, um diese Lücke, die man dann hatte, wirklich wirksam zuzustopfen. Da haben wir Fehler gemacht und die müssen wir korrigieren. Und da hilft es nichts, drum rumzureden. Equal Pay muss für alle gelten, überall. Und das ist etwas, was gesetzlich auch klargestellt werden muss. Und zum Zweiten brauchen wir mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte über Umfang und Dauer von dem Einsatz von Leiharbeitern in den Betrieben. Und wenn Sie schon die Werkverträge ansprechen, Herr Kröhe, warum schließen Sie sich nicht dem Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion an dieser Stelle an, wo wir die Kriterien, wann eben Werkverträge missbraucht werden, nahelegen und wo wir das sehr präzise gefasst haben und wo ich nur auffordern kann, diese neue Ausweichmöglichkeiten dicht zu machen. Das ist ganz konkret auf dem Tisch. Dazu sind wir in Vorleistung getreten. Und wenn Sie wirklich einen gesetzlichen Regelungsbedarf sehen, wie Sie ja sagen, dann würden Sie mit sich reden lassen. Der gesetzliche Regelungsbedarf ist in jedem Fall an dem Punkt da. Und da können wir dann auch gemeinsam handeln, wenn Sie wollen. Jedenfalls haben wir dazu präzise Vorschläge gemacht. In der Tat ist es ja so, da hat der Grüne ganz recht, dass mithilfe der Werkverträge Mindestlöhne ausgehebelt werden können, indem man dann sozusagen die Personalkosten entlastet, indem man das über ein Werk bestellt. Herr Dobrindt, welche Möglichkeiten sehen Sie, das zu verändern, zu hindern, indem in der Tat Betriebsräte mehr mitbestimmen können, nicht nur über Leiharbeit, sondern auch, welche Werkverträge eingegangen werden können? Wäre das eine Möglichkeit? Erstmal müssen wir uns darauf einigen, dass es sich hier um Missbrauch handelt, so wie wir es einfach auch verstehen an vielen Stellen. Und deswegen gibt es auch gar keine Frage, ob das geduldet wird oder zu dulden ist. Da, wo Missbrauch festgestellt wird, muss er am Schluss unterbunden werden. Und wir haben es ja im Bereich der Leih- und Zeitarbeit den Tarifparteien
die Tarifparteien unterstützt, eine Regelung zu finden. In Teilen ist sie gefunden. Übrigens ist sie in manchen Teilen noch nicht gefunden. Und deswegen bleibe ich auch dabei, da wo sie noch nicht gefunden ist, hat die Politik die Option am Schluss zu handeln aufgestellt. Und die Politik muss diese Option auch am Schluss ziehen. Equal Pay muss halt am Schluss gelten. Ich glaube, dass übrigens auch am Schluss eine Befristung gelten muss. Wir können nicht Dauerleiharbeitverhältnisse zulassen, wer halt nun mal über einen längeren Zeitraum auch in einem Unternehmen ist als Leiharbeiter, muss irgendwie auch die Chance bekommen, dass er dann in ein normales Arbeitsverhältnis übergeht. Und es muss auch jedem Arbeitgeber klar sein, wenn er eine gewisse Zeit überschreitet, dann findet sowas schlichtweg auch statt. Da wird die Politik handeln, wenn sich da keine Besserung ergibt. Und das Gleiche gilt für Werksverträge. Wenn erkennbar Missbrauch stattfindet, dann wird die Politik dem handeln. Der ist aber nicht überall gegeben. Sieht das der Partner auch so, Herr Döring? Man hat immer den Eindruck, dass die FDP sich bei solchen echt sozialen Taten schwer tut, zurückhält, wartet. Sie wollen auch in dem Punkt Werkverträge zum Beispiel erstmal Expertengespräche abwarten. Unter Politik verstehe ich, dass man irgendwann auch handelt, wenn man merkt, da läuft was völlig schief. Also zu beiden Themenkomplexen. Ich bin sicher, dass wir bei der Zeitarbeit zu Equal Pay kommen, wenn das tariflich nicht erreichbar ist, auch gesetzlich. Ich will nur aber mal sagen, wir reden gerade über 860.000 Beschäftigte. Das ist nicht wenig, aber bei 30 Millionen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland, 41 Millionen Beschäftigten insgesamt, ist das jetzt auch kein Massenphänomen. Da muss man Regelungen, aber wir wollen, dass die Spitzenflexibilität da ist. Es ist wohltuend und ermutigend, dass die Verweildauern auch in den Unternehmen kürzer werden. Das zeigt ja, dass immer mehr auch entweder zur Spitze wird oder dass es Übernahmen gibt in dem Bereich. Deshalb bin ich ganz sicher, dass dies auch dank der guten Konjunktur und der Entwicklung am Arbeitsmarkt eher ein sich entschärfendes Problem sein wird. Was bei den Werkverträgen zu beachten ist, ich will ja gar nicht leugnen, dass es dort missbräuchliche Gestaltungen gibt, das ist so, aber wir sehen eben auch, dass viele Menschen, die sich selbstständig machen, und zwar nicht scheinselbstständig, sondern echt ehrlich Unternehmer werden wollen, genauso wie die Vertragsfreiheit beachtet werden müssen. Wir können, glaube ich, die Pflichten der Geschäftsführung nicht komplett dem Betriebsrat übereignen. Das ist vielleicht eine reizvolle Vorstellung, aber würde, glaube ich, in unserem GmbH- und Aktienrecht auch ein bisschen was durcheinander bringen. Und deshalb muss natürlich die Vertragsfreiheit einerseits und die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und seine Fähigkeiten auch am Markt anzubieten, gewahrt bleiben. Und da fürchten wir, dass wenn man die Kriterien, die Frau Nahles aus ihrem Gesetzentwurf angerissen hat, zu eng fasst, dass es hier ein Stück weit eher Dynamik nimmt, als dass es Gründungsdynamik auslöst. Kann es sein, dass Ihr Nachbar, Herr Höhn, und damit also die Linke... Ja ganz nein, der will ja etwas anderes, aber das wäre in Ihrem Sinne doch wohl ein Eingriff in die Rechte der Unternehmer oder Arbeitgeber. Sie wollen die Beweislast umkehren. Sie wollen im Grunde, dass der Arbeitgeber die Vermutung eines Missbrauchsfalles entkräftet. Das ist doch ein massiver Eingriff in die Verfügungsbefugnis, die Verfügungsgewalt der Unternehmer. Mein Punkt zum Einstieg in die Debatte wäre immer, welchen Eingriff denn die 800.000 Betroffenen gerade über sich ergehen lassen müssen, von denen Herr Döring sprach. Es geht in der Tat um die Frage der Bezahlung Equal Pay, es geht um die zeitliche Begrenzung und es geht um die Frage der Mitbestimmung in den Unternehmen. Ich kann nicht erkennen, dass die Mitbestimmung in den Unternehmen schadet. Eher im Gegenteil, ich glaube, dass das auch für das Betriebsklima eine Verbesserung wäre. Die Situation zwischen Stammbelegschaft und Leiharbeitern, die zum Teil lange Zeit und mit großem Anteil in den Unternehmen unterwegs sind, das ist auf Dauer kein Zustand, den wir akzeptieren können. Herr Döring hat recht. Perspektivisch würde ich gerne darüber reden, ob wir zu einem Arbeitsmarkt kommen, wo wir von diesem Instrument Leiharbeit an sich grundsätzlich Abstand nehmen können. Frau Lemke, es gibt noch so eine Geschichte aus der rot-grünen Agenda, Reform, sonst was Zeit, die zumindest, sage ich mal, umstritten ist. Das sind die Minijobs, die sich auch immer weiter ausgedehnt haben. Die Rechnung aber, die damals ein bisschen aufgestellt war, erst Minijob, dann wieder irgendwann Vollzeitjob, die geht ja offenbar nicht wirklich auf. Macht es dann noch Sinn, die Minijobs weiter zu erhalten? Oder ist es ein Problem der Verdienstgrenzen? Ich finde gut, dass Sie den Punkt noch mit ansprechen. Ich hätte das ansonsten auch getan, weil ich finde, dass wir Werkverträge, Leiharbeit und Minijobs
auch ausufernde Praktika gemeinsam diskutieren müssen. Also all die Beschäftigungsverhältnisse, wo der, und zwar damals parteiübergreifend, Hermann Gröhe formulierte politische Wunsch oder Anforderung, dass der Arbeitsmarkt flexibler werden muss, um globalen Herausforderungen gerecht zu werden. Das war nicht eine rot-grüne Idee, das wolltet ihr mindestens genauso stark wie wir, dass all diese Instrumente zu massivem Missbrauch geführt haben. Ich finde, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die Gewerkschaften damals explizit davor gewarnt haben. Wir hatten damals, glaube ich, alle gemeinsam nicht ausreichend qualifizierte Instrumente, um zu sagen, das ist punktgenau die Stelle, also zumindest die Politik, vielleicht waren die Gewerkschaften da weiter, zu sagen, wir wollen die Flexibilisierung auf genau präzise diese Art und Weise ermöglichen und haben genau die präzisen Instrumente, um Missbrauch zu verhindern. Das gab es damals zumindest für die politische Seite nicht. Jetzt ist das vorhanden. Selbst die CDU und die FDP haben eben ein paar dieser Dinge aufgezählt, wo ihr euch, das kann ich euch nicht ersparen, den Vorwurf gefallen lassen müsst, warum ihr es nicht jetzt noch macht. Wenn ihr heute sagt, Begrenzung ist richtig, Equal Pay ist richtig, ihr habt noch 8 Monate mindestens Zeit, das umzusetzen, das wäre noch machbar bis zur Sommerpause, ein Gesetzgebungszyklus geht noch, die Sachen sind da, dann tut das noch, wenn ihr es ernst meint. Minijobs ist aus meiner Sicht ebenfalls inzwischen so weit ausgeufert, dass einzelne Betriebe prioritär mit Minijobs arbeiten, reguläre Beschäftigung dafür fast abgeschafft haben. Deshalb sagen wir bei Minijobs eine Obergrenze pro Betrieb und wollen sie perspektivisch insgesamt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umverwandeln mit einer Bagatellgrenze, wo wir jetzt im Wahlprogramm 100 Euro festgelegt haben. Aber das sind sicherlich Dinge, über die man auch detail diskutieren kann. Ich finde wichtig, dass es eine gemeinsame Klarheit gibt, dass das gesetzlich geregelt werden muss. Ich möchte mich nicht auf die Tarifparteien verlassen dabei. Das hat nicht funktioniert in der Vergangenheit. Nützt auch wieder der Masse der Betriebe, die nicht tariflich gebunden sind, sowieso nicht. Ich komme aus dem Osten, da ist das in einzelnen Regionen mindestens die Mehrheit. Von daher bin ich für eine gesetzliche Regelung. Habe registriert, dass Hermann Gröhe jetzt des Öfteren von Mindestlohn gesprochen hat im Zusammenhang mit Equal Pay. Vielleicht kommt ihr dann auch dort doch noch dahin, dass es gleich schlicht und einfach gesetzlich als Untergrenze allgemein zu regeln das bessere Instrument ist. Und letzter Punkt, ich habe das bei der IGBCE neulich schon mal gesagt, ich finde, dass wir dringend ein anderes Wort für Leiharbeit brauchen, weil allein dieses Wort dazu einlädt, dass die Kolleginnen in den Betrieben diskriminiert werden. Und vielleicht nennt man es dann Spitzenarbeit, weil es ja Arbeitsspitzen abfedern soll und Spitzenarbeiter oder wie auch immer. Ich finde auch Zeitarbeit nicht richtig. Ich finde, dass Springen von Betrieb zu Betrieb eine anspruchsvolle Aufgabe ist und dass das auch im Labeling einer solchen Tätigkeit zum Ausdruck kommen sollte. Und Leiharbeit ist es jedenfalls definitiv nicht. Ich möchte aber nicht einen Kollegen im Betrieb als Leiharbeiter beschimpfen müssen. Also über neue Worte kann man ja immer nachdenken, aber Spitzenarbeit ist auch sehr vieldeutig interpretierbar. Also ich weiß auch nicht, wenn das Einzige ist, worüber Sie sich dann bei der Leiharbeit einigen können, dass man ein anderes Wort dafür nimmt. Aber Herr Bremer, Sie haben gemerkt, Fortschritt. Das war nicht das Kernanliegen. Ziehen Sie es. Habe ich schon verstanden. Bitte nicht. Normalerweise können Sie doch ein bisschen mehr mal Spaß ab, oder? Ja, schon, so. schon. Okay, verbuchen wir es unter Spaß. Genau. Ein Punkt ist noch, würde ich gerne von Herrn Dobrindt wissen und von Herrn Döring. Ich nehme an, dass Sie im Übrigen eigentlich da sehr nahe beieinander sind. Das ist ja das immer wieder leidige Thema Jugendarbeitslosigkeit, Fachkräftemangel, auch aufgrund von nicht nachwachsenden Kräften im eigenen Land. Wie kann man das verbessern? Was kann man tun, damit die Ausbildung verbessert wird, damit die Ausbildung intensiver ist, dass wir, und zwar möglichst schnell natürlich, weil das eilig ist, diese Fachkräfte bei uns heranbilden oder bis zu dem Zeitpunkt dann sehr viel großzügiger die aus dem Ausland holen? Ja, also jetzt, damit wir es nicht total durcheinander bringen. Also die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist eine ganz andere als in unseren europäischen Nachbarländern. Nicht nur in der Höhe, sondern natürlich auch in der Art und Weise. Ja. So, und wenn Sie heute über Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland reden, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Sie in der Regel einen Jugendlichen, der eine Ausbildung gemacht hat, der einen Berufsabschluss hat, nicht am Arbeitsamt finden werden, sondern wenn dann nur kurzfristig für den auch eine Arbeit in Deutschland zur Verfügung steht, Gott sei Dank. Und deswegen haben wir die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit in den anderen Ländern rührt genau daher, dass mangels eines dualen Ausbildungssystems die
die Leute nicht ausreichend qualifiziert sind, um dann auch in einer nicht ausreichenden Industrialisierung dieser Länder keinen Arbeitsplatz findet. Und wenn Sie es dann mit dem Fachkräftemangel kombinieren wollen, dann müssen Sie doch eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir uns darum bemühen müssen, dass die Menschen auch im innereuropäischen Ausland, die wenig Perspektive haben in ihren Ländern, die Mobilität bekommen, dann auch in Deutschland frei werdende Fachkräftepositionen anzunehmen. Da haben wir auch übrigens eine, sicherlich keine, da haben wir eine Verantwortung, weil wir in einer europäischen Gemeinschaft auch Verantwortung übernehmen wollen für die jungen Menschen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir mit den Instrumenten, die wir haben, auch versuchen, dass in diesen Ländern, wir können an Portugal, an Spanien denken, da wo sie heute Jugendarbeitslosigkeiten an die 50% haben, intensiver als dies heute möglich ist, den Menschen diese Chance nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten zu eröffnen. Ich halte das für einen wesentlich intelligenteren Ansatz, als nach Indien oder andere Länder der Welt zu schielen, um zu fragen, wie man da Arbeitskräfte nach Deutschland bringen kann. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gefragt, das ist die klassische Antwort eines Generalsekretärs, weil er sich das so vorgestellt hat. Ich bestreite auch nicht die Gründe der Jugend. Wenn Sie den Generalsekretär einladen, haben Sie eine klassische Antwort. Ja, aber Herr Dobrindt, ich darf Ihnen doch auch mal widersprechen, auch wenn das vielleicht nicht ganz stilig ist. Aber Sie verstehen, du hast so viel Spaß wie Frau Lemke. Ja, aber absolut. Ich verstehe auch, dass Sie versuchen, Ihre Message rüberzubringen. Wir sind in einem Punkt ja schon einig. Sie sind also dafür, dass wir, weil es diesen Mangel an Fachkräften auch in jüngeren Jahrgängen gibt, viel offener werden, um Menschen aus Spanien, Portugal hierher zu holen. Das ist ja schon mal eine klare Antwort. Es geht nicht um Offenheit, die Leute herzuholen. Wir haben eine Freizügigkeit, die haben die Chance. Wir müssen den Menschen erklären, dass es nutzvoll und richtig ist, diese Chance auch zu ergreifen. So, und deswegen ist auch da unser Engagement gefordert, dass dies dann auch stattfindet. Nochmal, ich halte es für sinnvoll. Aber ich darf noch einen Satz drauf sagen, weil ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie hier Frau Nahles und Frau Lemke bereit sind, alles, was sie in der Vergangenheit getan haben, und das ist keine Vergangenheitsbetrachtung, sie tun jetzt alles, was sie in der Vergangenheit getan haben, als falsch hinstellen und nicht ausreichend hinstellen und nicht funktionsfähig hinstellen. Schauen Sie sich das an, was Sie gesagt haben. Wir haben heute hier an der Stelle noch nicht darüber geredet, wie bedrohlich die Situation der Arbeitslosigkeit ist. Noch vor wenigen Jahren war das Top-Thema und das einzigste Thema in solchen Runden. Und da will ich auch mal festhalten, dass eine Reihe von diesen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, natürlich auch der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beigetragen haben. Es ist ein Unterschied. Es war Lob für die vergangenen Jahre. Da schließe ich auch Sie und Frau Nahles in manchen Teilen mit ein. Wir haben die Arbeitslosigkeit dramatisch gesenkt und ich würde das auch als einen großen Erfolg der Politik der vergangenen Jahre bezeichnen. Und ich darf Ihnen auch sagen, deswegen verstehe ich nicht, dass wir heute eine Kritik an den Minijobs in der Form haben, wie sie hier vorgetragen wird. Die Minijobs sind auch von den Menschen ein Instrument, ein gern genutztes Instrument, um Einkommen zu erhöhen. Und es ist ein gutes Instrument, weil es durch die Pauschalierungen, die dort stattfinden, in der Tat eine Entlastungswirkung hat. Und jetzt weiß ich nicht, warum es falsch sein soll, dass man den Menschen Chancen gibt, mit pauschalierten Beiträgen einen Zusatzeinkommen sich zu verdienen. Herr Dobrindt, ich glaube nicht, dass wir darüber streiten müssen, dass wir die Zahl der Arbeitslosen deutlich heruntergefahren haben. Die Frage ist ja nur, zu welchen Bedingungen, zu welchem Preis. Das will ich jetzt aber nicht neu aufgreifen, weil das haben wir am Anfang diskutiert. Deshalb diskutieren wir natürlich über Mindestlohn oder Lohnuntergrenzen, wie auch immer Sie das im Einzelnen sehen, weil es dabei Arbeitsverhältnisse gibt, die aber einen Lohn bezahlen, der eigentlich zum Leben ja nicht reicht. Das müssen wir aber, glaube ich, nicht noch mal wiederholen. Aber doch, das ist schon auch klar, dass man mit einem Mindestlohn von 7,50 Euro oder 8,50 Euro in einer Familie Aufstocker wird. Das ist ja wohl jedem bewusst. Dadurch wird man Aufstocker. Ja, jetzt gehen Sie mir da zurück, dann hätte ich vorhin, das habe ich mir verkniffen, weil wir können ja nicht nur darüber diskutieren. Die Frage, die im Raum hängt, ist natürlich dann, Herr Dobrindt, warum soll ich als Steuerzahler eigentlich die Personalkosten von Unternehmen tragen? Also lassen wir das jetzt beiseite. Weil das Sie werden wir noch in diesem... Wie lange man das zulässt. Ja, exakt, zum Beispiel. Wir sind aber jetzt bei der Frage Fachkräfte. Gibt es da eine weitgehende latente Einigung? Dann können wir eigentlich noch mal über das zweite große Thema reden, sichere Rente, und dann bitte über Europa und Steuern
Also vielleicht zu den Fachkräften etwas, wo ich glaube, dass wir am meisten gefordert sind. Wir sind schon besser geworden, aber noch lange nicht gut genug, beispielsweise die Zahl der Schulabbrecher ohne Schulabschluss zu senken. Da muss noch mehr getan werden. Wir haben eine wesentlich bessere Steigerung bei den Kindern aus Zuwandererfamilien, was Schulabschlüsse erreicht. Da sind wir noch nicht gut genug. Da müssen wir besser werden. Also es gibt Bereiche, da müssen wir besser werden. Wir haben ein, wie ich finde, modernes inzwischen Arbeitszuwanderungsrecht. Aber wir haben in Deutschland an vielen Orten eine unzureichende Willkommenskultur. Das ist aber was anderes. Mhm. Wenn Leute zwar wissen, sie können da einreisen, aber irgendwie haben sie das Gefühl, woanders werde ich mehr willkommen. Und ein Land, das eben nicht, wie im angelsächsischen Bereich, den Leuten als erstes mal sagt, deine Sprache ist schon mal prima, sondern da schon eine Hürde hat, die muss sich überlegen, wie wir in unserer Gesellschaft insgesamt, und das schließt die Freizügigkeit in Europa ein, also die Spanier, die Jugendlichen die, oder jungen Erwachsene, die dann in Deutschland auf einen Arbeitsplatz gehen, wie die erleben, dass sie willkommen sind. Und da ist unser Land noch nicht da, wo es sein muss. Da haben wir uns, glaube ich, ein gutes Stück fortentwickelt. Ich sehe da mehr Notwendigkeit als bei weiteren zuwanderungsrechtlichen Regelungen. Da haben wir, glaube ich, inzwischen ein modernes Arbeitszuwanderungsrecht. Frau Lemke, kurz. Ich will keine Bildungsdiskussion aufmachen. Nee, ich gehe davon aus, dass allen bewusst ist, dass es da Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Aber wenn wir über Jugendliche aus anderen Ländern, Arbeitskräfte aus anderen Ländern reden, dann will ich dazu sagen, machen Sie mehr gegen Rechtsextremismus. Wenn ich in einer Stadt lebe, in der ein Mensch dunkler Hautfarbe in Polizeigewahrsam lebendigen Leibes verbrannt ist, dann ist das mit der Willkommenskultur schwierig. Wenn noch dazu weder Justiz noch Innenministerium irgendeine Antwort darauf haben, wie es dazu kommen konnte, dass das passiert ist, dann ist es schwierig, Menschen hierher einzuladen. Ich habe nichts dagegen, wenn jetzt junge Leute aus anderen Ländern hierhin kommen, aber ich möchte doch sagen, die bräuchten doch eher ein Investitions- und Aufbauprogramm in ihren Ländern, was von dieser Bundesregierung eben nicht auf den Weg gebracht und finanziert wird. Das ist genau deine Folge auch der Austeritätspolitik, die hier betrieben wird und wo wir eine Lösung brauchen. Das heißt also, aus meiner Sicht können wir auf die Antwort der Jugendarbeitslosigkeit in Europa eben nicht sagen, kommen Sie doch bitte alle hierher oder geben wir denen die Chancen. Das kann ja es nicht sein. Ja? Das wäre auch falsch. Ich will zum Zweiten auch sagen, dass wir selbstverständlich leerstehende Lehrstellen haben. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, da haben wir in meinem Wahlkreis praktisch Vollbeschäftigung und wir haben eher einen Ausbildungsmangel, was die jungen Leute angeht. Aber wir haben natürlich auch viele, die Hunderttausende, die noch in Warteschleifen hängen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine Ausbildungsgarantie, und wo sich eben auch Unternehmen und der Staat in die Haftung nehmen lässt. Und ich finde, das macht gerade Olaf Scholz ganz vorbildlich in Hamburg, wie man sowas dann auch auf der Ebene der Konkretisierung, wo es dann nachher wirklich darum geht, auch umsetzen kann. Also von daher ist da noch eine Menge zu tun und wir haben eben auch hier noch sehr viele Jugendliche, die eine zweite und dritte Chance brauchen und die seit Jahren nicht bekommen. Herr Gröhe, ganz kurz zur Erwiderung. Ich möchte, dass junge Spanier zuallererst in Spanien eine Chance erhalten. Aber wenn wir über die Frage reden, dass in Europa mit einem einheitlichen Arbeitsmarkt das eine Antwort, Sie haben ja auch gefragt nach Zuwanderung, auch ich möchte auch, dass junge Inder und Indonesier zuerst dort eine Chance haben, das spricht doch nicht dagegen, dass wir mit der Blue Card gesagt haben, wir wollen sie auch hier reinlassen. Wir müssen alles tun für Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir reden mit Spanien über duale Ausbildung. Es ist jetzt verabredet worden, 6 Milliarden für ein Sonderprogramm zum Thema Jugendarbeitslosigkeitsprojekt. Ich halte das für sehr richtig, aber es ist keine Neuentdeckung. Und dass wir im Übrigen etwas tun müssen, um diese sogenannten Altfälle, die Sie beschrieben haben, besser zu integrieren, da gemeinsame Anstrengungen von Politik und Wirtschaft erforderlich sind, das unterstreiche ich. Und ich glaube sogar, dass die Fachkräftemangelsituation in einer Reihe von Bereichen hier auch als Chance gesehen muss, bisher als schwer vermittelbar geltenden jungen Erwachsenen endlich einen guten Zugang zu ermöglichen. Und da kann Politik, Arbeitsverwaltung helfen, aber da gibt es auch beeindruckende Aktivitäten in vielen Unternehmen. Es gab eine Zeit, da waren Sie beide, nicht als Person, aber die Parteien, sehr, sehr eng beieinander und haben in dieser trauten Eintracht in der Erkenntnis, dass die älteren Arbeitnehmer, die Zahl immer stärker wächst, dass die Rentenkassen immer stärker unter Druck kommen, sich geeinigt auf eine Rente, die erst mit 67 fällig wird, eintritt.
Inzwischen ist die SPD auf vorsichtige Rückzugsbewegung, Frau Nahles, und Wissenschaftler, das haben wir vorhin mit Herrn Sommer schon mal angesprochen, der Meinung, dass wir eigentlich noch länger arbeiten müssen. Vielleicht nicht mehr wir, wie wir hier stehen, aber alles, was so deutlich jünger noch ist und vielleicht 40 ist, muss dann noch sehr viel länger arbeiten. So sagen es jedenfalls die Wissenschaftler. Nun muss bekanntlich das ja nicht alles richtig sein, kann auch politisch motiviert sein. Frau Nahles, warum weichen Sie eigentlich ab davon? Nun, wollen Sie den Gewerkschaften zu gefallen sein? Die möchten ja eine Aussetzung der Rente mit 67. Also wir sagen, dass wir eine Rente mit 67 überhaupt erst umsetzen können. Und deswegen ist auch unsere Forderung einer Aussetzung, solange nicht wirklich genügend Arbeitsplätze für Ältere überhaupt vorgehalten werden. Und wir haben uns da auch präzise ausgedrückt. Wir haben gesagt, es müssen mindestens die Hälfte der über 60-Jährigen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben, bevor wir überhaupt ernsthaft darüber reden können, das Rentenalter auf 67 anzuheben. Das ist nicht der Fall in Deutschland. Und trotz vieler Bemühungen einzelner Unternehmen und auch vieler Initiativen und vielem Gerede, ist es bedauerlicherweise trotzdem so, dass wir nicht vorwärts kommen, was die Erwerbschancen von Älteren über, ich rede hier immer über 60-Jährige und jetzt nicht über 65-Jährige, das ist ja noch weiter weg. Da sind wir nicht weit genug gekommen. Und wir haben auch gesagt, wer 45 Versicherungsjahre hat, der muss auch abschlagsfrei in Rente gehen können. Weil das nun mal genau die Berufe sind, und das kann man ja sehr klar sagen, die körperlich belastet sind, wo wir glauben, dass wir an der Stelle eine Weiterbeschäftigung um den Preis auch einer Gesundheitsgefährdung an vielen Stellen überhaupt haben. Und deswegen sind das die beiden erheblichen, klaren Einschränkungen, auf die wir uns in den letzten 3,5 Jahren verständigt haben. Herr Gröhe, die Koalition hält ja an dieser Rente fest und ist im Übrigen der Meinung, das reicht aber nicht ganz aus. Man muss mehr tun, um private Vorsorge zu fördern, sprich auch betriebliche Altersvorsorge. Wie weit würden Sie da gehen? Würden Sie Betriebe wirklich zwingen, so etwas zu machen? Kann man sie überzeugen, das zu machen? Also darum geht es nicht. Wir halten in der Tat fest an der Idee, schrittweise bis 2029, wissen ja alle, das ist ja nicht morgen eingeführt worden, sondern allmählich die Anhebung einzuführen. Ich halte auch viel davon, den heute Jüngeren zu sagen, das ist unser Pfad, den nicht jetzt kurzfristig in Zweifel zu ziehen, übrigens auch ihn nicht zu toppen, weil es die Bild-Zeitung groß bringt und zu sagen, wie wäre es mit 70, wie wäre es mit 75. Nein, ich bin dafür, dass die Jüngeren wissen, auf was sich die Politik einmal verständigt hat und wir dann sehen, wie entwickelt sich das. Die Erwerbsbeteiligung Älterer ist noch nicht zufriedenstellend, aber sie ist jetzt nach Schweden die zweithöchste in der Europäischen Union. Sie ist deutlich besser bis 63 geworden, danach ist sie noch nicht ausreichend geworden. Das wird uns in der Frage, wie sieht gute Arbeit im Alter, intelligente Arbeitsorganisation etc. aus, noch sehr fordern. Auch wir sind der Meinung, allerdings mit 65, bei Ihnen ist diese Grenze nicht gegeben, dass man mit 65 beitragsfrei nach 45 Beitragsjahren gehen muss. Das ist auch die gesetzliche Regelung. Und im Übrigen haben wir den Weg, den, wie ich finde, zu Recht die damalige rot-grüne Regierung mit der Förderung der privaten Alterssicherung gegangen ist, durch eine weitere Entbürokratisierung und Verbesserung der Informationen über die private Altersversorgung verbessert. Und auch einen erheblichen Anstieg entsprechender Versorgeleistungen durch viele Menschen. Ich glaube, diesen Weg, Arbeit so zu organisieren, dass wir, wenn wir eine reale Chance haben, viel, viel älter zu werden, dass wir länger am Erwerbsleben beteiligt sind, dass dieser Weg richtig ist und es besser ist, den berechenbar zu gehen, als 2 Schritte vor, einen zurück und dann wieder eine Korrektur, wie wir das in der Rentenpolitik auch schon erlebt haben. Das ist ja wahrscheinlich Herrn Döring aus der Seele gesprochen. Sie sind ja sonst immer sehr für Differenzierung nach Regionen und allem Möglichen. Hier, warum führen wir eigentlich nicht eine ernsthafte, unideologische Diskussion darüber, dass man diese generelle Linie überhaupt verlassen muss, sondern dass man viel stärker danach gehen muss, welche Berufe sind wann, wie betroffen, wie fit sind die Leute noch? Das ist natürlich ein Unterschied. Ich zitiere jetzt Kurt Beck. Der Dachdecker ist natürlich was anderes, der über Jahre diese Arbeit gemacht hat, als der Studienrat oder als der Mediziner. Ich denke, dass die starre Altersgrenze in der Rentenversicherung, wir denken, dass nicht mehr zu unserer vielfältigen Arbeitswelt passt. Jemand, der mit 30 die Universität verlässt und dann das erste Mal erwerbstätig wird, wird längere Beitragszahlung leisten müssen als jemand, der nach der
Mittelschule oder wie die, früher hieß das Realschule, ich kann mir inzwischen die unterschiedlichen Formulierungen nicht mehr merken in den Ländern. Ganz früher hieß das Mittelschule zu meiner Zeit, jetzt Realschule. Wer die Realschule verlässt und einen gewerblichen Beruf erlernt und dann eben schon mit Anfang 60 auch 45 versicherten Jahre hinter sich hat. Diese Flexibilität muss das System leisten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Betroffenen, jemand, der völlig andere Tätigkeit ausübt, vorher eine andere Art der Ausbildung genossen hat, vielleicht auch danach lechzen, viel größere Flexibilität zu bekommen. Wir sehen ja auch, dass wir gerade für den Bereich der Älteren, gerade dann, wenn auch man nicht sofort von 100 auf 0 in das unmittelbare Verrentungsthema gehen will, dass die Unternehmen sehr flexible Beschäftigungsformen finden. Unser Rentensystem muss an dieser Stelle mehr die Lebenswirklichkeit abbilden. Und Sie haben völlig recht, der Dachdecker, der mit 16 Jahren das erste Mal mit seiner Lehre begonnen hat, der wird zu einer anderen Zeit in Rente gehen können und müssen und soll er auch, als jemand, der mit 29 Jahren nach 16 Semestern sein Jurastudium beendet hat und das erste Mal Beiträge zahlt. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das vor allen Dingen, glaube ich, eine klare Trennlinie ist zwischen der Koalition und den Oppositionsparteien. Frau Nahles, Frau Lemke, Sie glauben, dass Sie extrem viele Stimmen gewinnen können im Wahlkampf, indem Sie den Leuten bis in die Mittelschicht hinein erklären, dass die Steuern alle drastisch erhöht werden. Nun mag es ja dafür mal Gründe geben, aber ist es in diesem Land wirklich im Augenblick so, dass wir Einnahmeprobleme haben? Haben wir nicht doch eher Ausgabenprobleme? Nun, das müssen Sie die Bundesregierung fragen, die trotz Spitzensteuer... Wenn Sie immer nicken Steuer, zustimmen, bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Ja, trotz, ich stelle hier nur Fragen. Trotz der höchsten Steuereinnahmesituation haben die es ja nicht mal geschafft, eine vernünftige Sanierung des Haushaltes vorzunehmen. Das ist ja eine einmalige Situation. Fakt ist, dass wir auch eine Schuldenbremse im Grundgesetz beschlossen haben. Und wer die einhalten will, aber trotzdem Zukunftsinvestitionen in Zukunft tätigen will, der kann eben nicht auf eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und eine Einführung einer Vermögenssteuer verzichten. Und auch deswegen, weil es besonders auf der kommunalen und auf der Länderebene knirscht, bereits jetzt, trotz guter Steuersituation, können viele Länder perspektivisch nicht das Einhalten der Schuldenbremse abbilden. Und demzufolge, wenn wir das nicht zu einem Abwürgen unserer Volkswirtschaft kommen lassen, wenn wir nicht die Investitionsbedarfe leugnen wollen, die es gibt, brauchen wir eben eine ganz offensive Steuerpolitik. Und diesen Zusammenhang haben wir übrigens damals, als wir die Schuldenbremse eingeführt haben, auch deutlich gemacht. Ich weiß noch, dass Herr Steinbrück immer wieder gesagt hat, das sei auch eben ein Steuererhöhungsprogramm, da wo es Investitionsbedarfe dann gibt. Und deswegen sagen wir klipp und klar, wenn man das den Menschen auch erklärt, wofür wir das brauchen, für die Investitionen auf der kommunalen Ebene, im Bildungsbereich, bei Infrastruktur, für sozialen Wohnungsbau, dann ist das auch mehrheitsfähig. Und deswegen werden wir unsere Position nicht verstecken, sondern damit gehen wir ganz offen und ganz offensiv auch in die Wahlauseinandersetzung rein. Und eine rot-grüne Koalition würde an dem Thema ganz sicherlich ja nicht scheitern, obwohl es, glaube ich, einen feinsinnigen Unterschied gibt. Die Grünen betonen stärker die Vermögensabgabe, also praktisch einmalig, weniger die Vermögenssteuer, weil den Grünen klar ist, dass man damit natürlich kleinere, mittlere Betriebe auch wirklich strangulieren kann. Denn wie will man verhindern, dass die Substanz mitbesteuert wird? Ich habe mit Ihrem Humor heute wirklich Probleme, Herr Bremer, weil natürlich weder Frau Nahles noch von ich davon ausgehen, dass man mit Steuererhöhungen Wahlen gewinnt. Aber ich glaube, dass wir in diesem Wahlkampf eine tatsächliche Auseinandersetzung darüber brauchen, dass wir mehr Geld für Kinder, mehr Geld für Familien, mehr Geld für Bildung. Und das plappert ja die Bundesregierung in den letzten Monaten permanent hoch und runter. Wir haben ein Problem mit der teuren Energiewende, offensichtlich auch Geld für die Energiewende brauchen. Und offensichtlich liegt es nicht nur daran, dass die Ausgaben zu hoch sind. Ich weiß nicht, warum Herr Döring da genickt hat, welche Ausgaben er reduzieren möchte, welche staatlichen Ausgaben, wenn ich aufs Wahlprogramm... Sie haben genickt, als er fragt, ob wir jetzt im Moment ein Ausgabenproblem hätten. Und dann würde ich gerne wissen, aber ich kann es auch im Wahlprogramm danach schauen, welche Ausgaben Sie kürzen wollen. Ich glaube, ich mache mal das Wort, machen Sie sich mal keine Sorgen. Sie mache ich mir nie Sorgen. Sie kommen noch dran. Welche Ausgaben Sie kürzen wollen. Aber Fakt ist, dass wir eine weiter ansteigende Staatsverschuldung haben. Die öffentlichen Haushalte in den letzten Jahren in dreistelliger Milliardenhöhe höher verschuldet sind, dass wir diese Verschuldung zurückfahren wollen.
Und zwar durch die Vermögensabgabe, weil mit öffentlichen Geldern im Wesentlichen auch die Sicherung dieser Vermögen über Banken, Rettungsschirme etc. in den letzten Jahren betrieben worden ist. Und dann gehört es einfach dazu, dass diese Vermögen, die privaten Vermögen sind massiv angestiegen, die öffentlichen Vermögen sind massiv abgesunken in den letzten Jahren, dass man diese Schere wieder schließt und dieser Satz wurde rausgestrichen, das ist sehr schön, und die privaten Vermögen deshalb dazu benutzt werden, jetzt die öffentlichen Vermögen auch wieder zu sichern. Und wir wollen die Vermögensabgabe deshalb, weil sie schnell einzuführen ist und weil die Einnahmen dem Bund zufließen und sie deshalb dort als erstes in den Schuldenabbau eingeführt werden können. Und wir wollen danach die Vermögenssteuer einführen. Das dauert aber länger. Das geht nicht so schnell, eine verfassungskonforme Vermögenssteuer da zu haben. Der dritte im Bunde dieser, sagen wir mal, überzeugten Steuererhöher ist ja die Linke. Nur wieder mit dem Unterschied, dass es alles noch höher wird als bei den beiden. Sind Sie eigentlich wirklich der Überzeugung, dass wir mehr Steuern für all das brauchen? Oder könnte man mal darüber nachprüfen, dass das Geld, das ja in der letzten Zeit gesprudelt ist, nur falsch ausgegeben wird? Also wir können mal eine Rundreise machen durch die Kommunen und die Bundesländer und fragen, ob die den Eindruck haben, dass sie zu viel ausgeben oder ob sie den Eindruck haben, dass sie zu wenig einnehmen. Ich würde mal vermuten, es ist Letzteres und es ist in der Tat auch so. Die Frage bezieht sich auch auf und gerade auf den Bund, dass die Kommunen auch aufgrund mangelnder Steuereinnahmequellen, die sie selbst haben, immer da haben, ist unbestritten. Aber ist im Bund es wirklich so, dass wir das Geld, das ja wirklich reichlich reingekommen ist, richtig ausgegeben haben? Also mit Sicherheit gibt es auch im Bundeshaushalt Ausgaben, auf die ich gerne verzichten würde oder verzichtet hätte. Könnte jetzt über das Thema Militäreinsätze reden, das spare ich mir jetzt. Natürlich gibt es solche Ausgaben, aber strukturell haben wir auch auf der Bundesebene, aber vor allen Dingen auch in den Ländern und Kommunen ein Einnahmeproblem. Und wir machen jetzt nicht das erste Mal einen Wahlkampf, wo wir höhere Steuern fordern, das machen wir immer. Es geht aber nicht um Zahlenspielereien, sondern es geht doch grundsätzlich um die Verteilungsfrage in diesem Land. Und Herr Dobrindt hat auf die erfolgreiche Arbeitsmarktbilanz hingewiesen der letzten Jahre. Das hat nichts daran geändert, dass die soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik im gleichen Zeitraum dramatisch gewachsen ist. Und ich finde, es ist ja in der Zeit, das auch ernsthaft politisch anzugehen. Und was unsere Forderungen betrifft, weil Sie immer so tun, als sei das sozusagen jenseits von Gut und Böse. Also lassen Sie mich zwei Beispiele sagen. Der Spitzensteuer ist immer höher als SPD und Grünen. Ja, das mag ja vielleicht auch an SPD und Grünen liegen, nicht an mir. Also der Spitzensteuersatz, der in unserem Wahlprogrammentwurf steht, ist der von Zeiten von Helmut Kohl. Das war jetzt kein Linksparteianhänger. Ich finde, das ist ein Maß, was möglich sein muss zu diskutieren. Und die Frage der Reichensteuer, worauf Sie ja möglicherweise auch abheben, hat der Sozialdemokrat Hollande in Frankreich umgesetzt. Also auch das ist ja sozusagen nicht per se jenseits von dieser Welt. Wir müssen eine Umverteilungsdebatte führen. Sie ist höchste Zeit. Die Reichensteuer in Frankreich ist übrigens für verfassungswidrig erklärt worden. Lassen wir das jetzt mal beiseite. Das Wort zur Gegenrede hat die Koalition. Wer will anfangen? Herr Gröhe oder Herr Dobrindt? Erst immer also, Sie. Der Haushalt wird in Ordnung gebracht. 4 Jahre vor der Zeit wird die Schuldenbremse eingehalten auf Bundesebene. Andere Länder erklären, Bundesländer, sie schaffen nicht mal 2020. Zweitens, wir haben natürlich die politische Kraft, Prioritäten zu setzen. Der Etat für Bildung und Forschung ist in dieser Legislaturperiode um 12 Milliarden gewachsen. So viel wie noch nie. Und die in der Tat zum Teil sehr klammen Kommunen werden mit der Komplettübernahme der Grundsicherung im Alter um 4 Milliarden im nächsten Jahr entlastet, in diesem Jahr um über 3 Milliarden. Wir haben im Übrigen einen großen Unterschied von Bundesland zu Bundesland. Das können Sie an den Kassenkrediten und anderswo sehen, wo es den Kommunen besonders gut geht und wo es denen besonders schlecht geht. Für uns ist die Ausstattung der Kommunen mit ausreichenden Finanzen ein wichtiges Anliegen. Und wir haben zugesagt, Stichwort Eingliederungshilfe für Menschen mit einer Behinderung, dass wir dies auch weitergehen müssen, die Gesundung der kommunalen Finanzen, also der Finanz. Zweitens. Ich fand das gut, dass gesagt wurde, offensive Steuerpolitik ist nämlich eine Offensive gegen die gesellschaftliche Mitte. Und man kann nicht über die ungleiche Vermögensverteilung klagen. Und der entscheidende Satz steht weiterhin im Regierungsbericht. Er ist aus der Zusammenfassung vorne. Über die Klugheit kann man da lange streiten, gestrichen worden. Aber er steht mit allen Tabellen
im Gesamtbericht natürlich drin. Na, der Bericht ist ein einheitlicher Bericht und der wird von Wissenschaftlern, Politikern und im Übrigen, da bin ich beim Thema eigene Geschicklichkeit. Allein die Tatsache, dass ihn einige unbedingt aus der Zusammenfassung haben streichen wollen, hat ja dazu geführt, dass ihn Gott sei Dank jeder jetzt zur Kenntnis genommen hat. Also die Sorge, dass das niemand merkt. Nein, ich will nur sagen, die Sorge, dass das... Aber jetzt kommen wir wieder... Nee. Jetzt kommen wir wieder zum Ernst der Debatte. Man kann auch mal was Selbstironisches sagen, dass wir es nicht verstecken. Aber Heiterkeit sei gegönnt. Die Einkommensunterschiede sind in Deutschland bis 2005 gestiegen. Seitdem schließen sie sich. Sie schließen sich zu langsam. Aber das können man mit mehreren Studien ausgiebig sich ansehen. Und noch einmal, wer will, dass Menschen Vermögen bilden, die nicht schon superreich sind? Ich will das. Der darf nicht als erstes sagen, der Industriemeister braucht einen höheren Spitzensteuersatz. Der Industriemeister muss man diese und jene Vorschrift nehmen und anderes mehr auflassen. Wer breitere Vermögensstreuung in diesem Land will, darf die gesellschaftliche Mitte nicht weiter belasten. Das ist meine klare Ansage, weil ich mehr Vermögensstreuung der Gesellschaft will. Herr Dobrindt übernimmt, bevor der Partner FDP, bei dem das ja noch differenzierter ist, wie wir wissen, dann auch noch zu Worte kommen natürlich. Es gibt einen neuen Vorstoß innerhalb der CDU-Bundestagsfraktion von jungen Leuten, die dahin geht, das einfacher und sonst wie zu machen. Aber klar ist in der Aussage keine Steuererhöhung, aber auch keine Steuersenkung. Würden Sie das unterschreiben als künftige Politik? Es geht um Steuervereinfachung. Ja, Vereinfachung. Richtig, es geht um Steuervereinfachung. Und an dieser Stelle haben ja auch die jungen Kollegen Vorschläge gemacht. Da muss man nicht nur ernsthaft drüber nachdenken, sondern das muss man am Schluss auch umsetzen. Steuervereinfachung bzw. die Schwierigkeit der Steuer hat heute eine Reihe von Ungerechtigkeiten, die man mit Steuervereinfachung beheben kann. Aber es gibt klar von uns die Aussage, der Weg, der vorgeschlagen wird von SPD und Grünen, Erbschaftssteuer erhöhen, Vermögenssteuer einführen, Einkommensteuer erhöhen, Ehegattensplitting abschaffen, das ist kein Weg, den wir gehen werden und gehen wollen. Das ist ein harter Einschnitt in die gesellschaftliche Mitte in Deutschland. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Land gesundet damit, dass man seine Bevölkerung versucht zu schröpfen. Wir sollten mal ernsthaft, wenn man, ja, mag Ihnen gefallen oder nicht, mag Ihnen gefallen oder nicht, Sie können sich gerne die Situation in Europa anschauen. Spätestens die Finanz- und Wirtschaftskrise sollte allen darüber die Augen geöffnet haben, was passiert, wenn Staaten nicht in der Lage sind, mit ihren Haushalten zurechtzukommen. Wir haben erhebliche Mittel in die Hand genommen, um diese zu retten. Und deswegen wäre es vielleicht nicht falsch, dafür zu sorgen, dass der Staat nicht permanent seine Ausgaben erhöht. Als gutes Beispiel können Sie ja auch gerne mal nach Bayern schauen. Da schafft man das seit vielen Jahren, erfolgreich auch Schulden zurückzuführen. Wäre ja nicht verkehrt, wenn man das nachmacht. Aber ich wage noch einen Satz, weil ich überrascht bin, wie Frau Nahles hier eine Kehrtwende nach der anderen der SPD verkündet. Die Agenda 2010 wird in die Tonne getreten. Die Rente mit 60 haben Sie schon mal versprochen und die Rente mit 67 eingeführt. Jetzt wollen Sie wieder die Rente mit 60 versprechen und so weiter. Und jetzt haben Sie, ich darf Sie mal auch daran erinnern, wenn Sie über die Einkommensteuererhöhung nachdenken, wir haben gemeinsam eine Vereinbarung mit den Menschen getroffen, die geheißen hat, dass wir die direkten Steuern senken und die indirekten Steuern erhöhen, weil die indirekten Steuern, die erhöht werden, genau die hohen Einkommen mehr belasten. Das war die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Dem haben Sie zugestimmt. Davon wollen Sie jetzt nichts mehr wissen und reden nur noch davon, dass Sie auf einen Steuersatz kommen wollen, der vielleicht in früheren Zeiten gegolten hat. Von einer Rücknahme der Mehrwertsteuererhöhung reden Sie nicht. Herr Dobrindt, bei der FDP ist das, was Steuern angeht, ein bisschen komplizierter. Sie wollten die mal ganz drastisch senken, haben dafür auch 14,6% gekriegt. Dann wurde das gar nichts. Dann haben Sie bei den Vorbereitungen fürs Wahlprogramm wahrscheinlich irgendwie aus Erkenntnis die Steuersenkung gar nicht mehr drin gehabt. Steuererhöhung natürlich auch nicht. Inzwischen haben Sie heute gesagt, in einem Interview, glaube ich, mit der Welt, Sie würden doch dafür sorgen, dass diese Kernmarke Steuersenkung wieder reinkommt. Wenn Sie sagen, wir brauchen keine Steuererhöhung, haben wir denn wirklich Geld für Senkungen in der nächsten Zeit?
Also zunächst war es wichtig, die Haushalte in Ordnung zu bringen. Ohne die Rettung in Europa wären wir bei einem ausgeglichenen Bundeshaushalt um 150 Milliarden weniger Defizit gemacht, als Peer Steinbrück in seiner Mittelfristplanung 2009 vorgelegt hat. Wir haben das erste Mal seit der Deutschen Einheit, als diese Koalition, weniger Ausgaben im Bundeshaushalt 2012 als 2011. Das ist schon spannend. Das ist schon, das habe ich ja nicht gesagt. Es ist schon spannend, dass wir echt Ausgaben gesunken haben. Und ich sage Ihnen, es ist Spielraum für Steuersenkung. In dem Moment, wo wir unsere Haushalte in Ordnung gebracht haben. Deshalb hat diese Koalition ja die Rechtsverschiebung des Tarifs mit dem Abbau der kalten Progression vorgeschlagen. Das ist auch richtig. Wenn die Löhne steigen und Inflationsausgleich verabredet wird oder noch höhere Lohnsteigerungen durch die Tarifpartner, dann darf das am Ende nicht zu einer höheren Steuerbelastung führen. Der Staat hat kein Einnahmeproblem und deshalb konzentrieren wir uns auf die Veränderung der Ausgabenstruktur. Und noch ein letztes. Weil die Investitionen angesprochen wurden. Wenn man sich mal unsere volkswirtschaftliche Gesamtrechnung anschaut, dann sind 90% der Gesamtinvestitionen in Deutschland private Investitionen, Unternehmen und private Haushalte. Und 10% der Investitionen in Deutschland sind öffentliche Investitionen, Bund, Länder und Kommunen. Man kann mit einer Vermögenssteuer vielleicht die Investitionsquote des Staates auf 12% oder 14% nach oben bringen. Man wird aber die Investitionsquote der Privaten auf sicher halbieren, wenn nicht noch weiter nach unten bringen. Und dann ist die Bundesrepublik in einer Schieflage und dann verlieren wir Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb darf man auf keinen Fall in die Substanz unserer Familienbetriebe eingreifen. Gut, das Gute an diesen Worten ist das Klartext, der natürlich in dem richtigen Sinne auch interpretiert wird. Das ist ja der Sinn unserer Diskussion hier, dass man sich ein eigenes Urteil dann bilden kann. Wir haben noch 5 Minuten, dem würde ich ganz kurz ein Thema anreißen, obwohl das auch Abendfüllen ist, das aber natürlich das dritte hier ist, nämlich Europa. Was eigentlich ist wahrscheinlicher in den nächsten 2-3 Jahren? Eine deutliche Entwicklung Europas zu mehr Integration oder eine Reduzierung des Währungsraums auf einen Nord-Euro? Jeder bitte. Herr Gröhe, fangen an. Ich gehe nicht von einer Reduzierung aus. Ich denke, wir müssen alles tun, um die Eurozone beisammen zu halten. Deswegen wird es Bereiche geben, wo es mehr Integration gibt. Und es gibt andere Bereiche, wo ich sage, das muss nicht Brüssel regeln. Das sollen gerne auch wieder die Kommunen machen. Ich sage es mal so, ich glaube, wir brauchen in Europa stärkere Leitplanken, aber gelegentlich weniger Verkehrsschilder, die der Kommune in alles reinreden. Also die Richtung mehr Integration wird gerade bei den wichtigen Fragen sicher weiter vorangehen. Wenn mehr Integration von alles, wie sozial ist dann eigentlich Europa noch bei dem Gefälle, das wir im Augenblick ja nun deutlich sichtbar vor Augen haben? Ja, wir haben das Problem, dass wir im Grunde genommen sehr konkret sind beim Stabilitäts- und Wachstumsaspekt, da Wettbewerbsrecht, das sind alles konkrete Verabredungen. Da, wo wir über Mindeststandards reden, haben wir diese Verbindlichkeit nicht und deswegen muss sich, wenn Europa zusammenhalten soll, eben genau diese Architektur Europas verändern, und zwar aktiv. Und das geht nicht aus meiner Sicht im Selbstgang, sondern im Prinzip, wenn wir uns jetzt nicht auf einen ganz klaren, stärkeren Integrationskurs einlassen, dann wird Europa auch auf Dauer nicht so zusammenbleiben, wie das jetzt von Herr Gröhe dargestellt worden ist. Herr Dobrindt, wenn wir das wollen, wenn wir mehr Integration wollen und die anderen Länder überzeugen wollen, das ist im Augenblick extrem schwierig, weil, glaube ich, niemand so unbeliebt ist in Südeuropa wie der deutsche Sparkommissar, wie immer er auch im Einzelnen heißt. Ist es eigentlich auf Dauer durchsetzbar, dass wir in dieser Form Rotstiftpolitik bei anderen Ländern verlangen, ohne nicht gleichzeitig die notwendigen Investitionen mit zu ermöglichen? Also erstens, mehr Europa ist viel zu kurz gesprungen, es geht ums richtige Europa. Wer glaubt, dass heute einfach mehr... Europa habe ich von der Kanzlerin übernommen. Und ich sage Ihnen, es geht ums richtige Europa. So viel Spaß versteht auch die Kanzlerin. Gut. So. Und jetzt geht es darum zu überlegen, was heißt denn Integration? Wer der Meinung ist, er könnte die Sozialsysteme in Europa vereinheitlichen, der darf doch nicht glauben, dass dies auf unserem Niveau stattfinden wird. Sondern da wird es natürlich eine Angleichung von uns nach unten gehen. Ich will das nicht und deswegen schließe ich sowas aus. Und es geht doch um die Frage, wenn man schon eine Prognose entwerfen will, wo sich in Europa hinentwickelt,
Sind die Länder, die in Schwierigkeiten geraten sind, in der Lage, ihre Schuldenprobleme in Ordnung zu kriegen oder nicht? Wer meint, er könnte mit immer mehr Ausgaben einen Staat in Ordnung halten, der täuscht sich. Das ist das, was in der Vergangenheit gemacht worden ist. Diese Empfehlungen haben in den letzten 10 Jahren alle Schuldenländer Europas umgesetzt, immer mehr Ausgaben auf Schuldenbasis, um damit vermeintlich Wachstum zu schaffen. In der Wahrheit sind sie immer größer in Schwierigkeiten gekommen. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit, und Wettbewerbsfähigkeit wird nur durch finanzielle Stabilität geschaffen. Frau Lemke, das ist ja nicht völlig falsch, was der Dobrindt sagt. Das ist eine Erkenntnis, die man auch im volkswirtschaftlichen oder finanzpolitischen Seminar der Universität hat. Nur was nützen mir diese Erkenntnisse eigentlich, wenn ich sie offenbar den Menschen nicht mehr vermitteln kann, weil die nur noch das Gefühl haben, dass sie Opfer, Opfer und immer wieder Opfer bringen müssen, dass sie nicht mehr wissen, wovon sie eigentlich ihr alltägliches Leben bezahlen sollen. Das ist doch etwas, was in Südeuropa deutlich wird. Und was in der Italienwahl offenkundig ein Menetekel ist, über das wir Deutsche, glaube ich, wirklich mal nachdenken sollten. Ja, wenn man zum falschen Zeitpunkt einen zu rigiden Sparkurs fährt, braucht man sich nicht zu wundern, wenn das bei rauskommt, was jetzt rausgekommen ist. Insoweit hat die merkelsche Europapolitik einen relevanten Anteil an diesem Wahlergebnis in Europa und an der Tatsache, dass einem in Griechenland die Menschen auf der Straße anders begegnen, als sie das vor 5 oder vor 8 Jahren getan haben. Wenn wir sozialen Frieden und Wohlstand sichern wollen in Deutschland, dann geht das nicht ohne sozialen Frieden und Wohlstand in Europa. Wir hängen davon ab. Wir sind damit reicher geworden mit Europa. Wir haben mehr Wohlstand mit Europa geschaffen. Und wenn Europa verloren geht, dann wird hier Wohlstand und sozialer Friede verloren gehen. Und das ist die Grundlinie, die Frau Merkel mit ihren, ich sag mal, sanft griechenfeindlichen Tönen, es gab ja dann welche, die das flankiert haben und es deutlicher ausgedrückt haben. Naja, es reicht ja sowas aus, jetzt müssen die da mal den Gürtel enger schnallen oder sowas. Das reicht aus, Hermann Gröhe, um eine Stimmung zu erzeugen. Hier heißt, ihr da unten, ihr müsst jetzt sparen, damit der Wohlstand insgesamt in Europa gesichert werden kann. Und dass das ökonomisch nicht funktioniert, sagen ja auch sämtliche volkswirtschaftliche Studien. Das ist schlichtweg der falsche Zeitpunkt für einen so strikten Austeritätskurs ist. Nee, das wäre ja auch eine Verharmlosung von Herrn Berlusconi, ihn als Clown zu bezeichnen. Vor allem lassen wir es mal beiseite. Wir wollen ja nicht erleben, dass Frau Nahles ihren Flieger nicht kriegt und dass Herr Döring dem noch etwas sagen kann. Herr Döring, ist es nicht in der Tat so, dass eine Lehre der vielen Demonstrationen und Proteste in den südeuropäischen Ländern, aber insbesondere der Wahl in Italien ist, dass wir umsteuern müssen, dass wir zwar darauf drängen müssen, dass Haushalte saniert werden, dass aber mindestens so notwendig ist, dass Investitionen entstehen, damit da wieder Wettbewerbsfähigkeit hochkommt? Und genau das ist ja im Zuge der Finanzplanung der EU verabredet. Konzentration auf die Länder, die jetzt mehr Wettbewerbsfähigkeit brauchen, industrielle Kerne wieder aufbauen müssen, auch eine Mitte, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Mittelschicht entstehen lassen müssen. Deshalb werden die europäischen Investitionsprogramme umgesteuert, übrigens zum Teil auch zulasten strukturschwacher Räume in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der Kompromiss, den man machen muss. Aber klar ist, Stabilität hängt an Wettbewerbsfähigkeit und nicht an höheren Staatsausgaben in den betroffenen Ländern. Nein, es ist ja sicher richtig, Herr Höhn, dass man auf der einen Seite sehen muss, dass die Haushalte in Ordnung sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft darunter nicht kollabiert. Und das ist in einigen Ländern der Fall. Würden Sie eine Balance, die jetzt hergestellt wird, vielleicht sogar über alle Parteigrenzen weg im Bundestag, weil ja alle ein Interesse an Europa haben, würden Sie sich darauf einlassen können oder macht die Linke dann wieder was anderes? Kurz und knapp. Na, das kommt immer auf den konkreten Vorschlag an. So flexibel sind wir doch. Ich bin Herrn Dobrindt sehr dankbar für die Unterscheidung richtiges Europa und mehr Europa. Also wenn ich die momentane Politik in Europa nehme, die er möglicherweise für richtig hält, führt sie nicht zu mehr Europa, sondern sie beschädigt die europäische Idee und die europäische Integration. Wenn reihenweise die Länder mit solchen massiven wirtschaftlichen und sozialen Problemen betroffen sind durch die Sparpolitik, die nicht zuletzt durch die Bundeskanzlerin initiiert wird in Europa, dann wird das nicht zu mehr Europa führen. Wir brauchen das Gegenteil, wir brauchen ein Zusammenführen. Und das geht auch nur, wenn sich alle in der Europäischen Union dazu verpflichten, für mehr Wachstum, Beschäftigung und soziale Mindeststandards zu sorgen. Vielen Dank.
stimmt, nicht wahr? Sie sind die Europapartei. Ja, das ist auch Vergangenheit, Herr Döring. Es geht ja weiter. Wir werden in den nächsten Monaten, das Thema kommt viel schneller zurück, als es die Koalition vielleicht möchte. Weil Italien ist ja eine völlig ungeklärte Situation und was dabei rauskommt. Ich will nur sagen, ich bedanke mich hier in dieser Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Bitte nochmal Verständnis, dass wir von vornherein keine, was man manchmal macht, Publikumsfragen noch zulassen wollten, weil unser Ziel war, in den anderthalb Stunden möglichst viele der Themen, die Sie besonders interessieren, von möglichst allen Parteien so beantwortet zu bekommen, dass sie sich einen eigenen Reim darauf machen können. Vielleicht reichen da immer noch nicht anderthalb Stunden, aber ich glaube, ein Fingerzeig hat diese Diskussion dann vielleicht doch gegeben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei Ihnen. Tschüss, einen schönen Tag noch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wollte Ihnen nur sagen, das war jetzt der Auftakt. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Ihnen auf die Pelle rücken bis zum 22. September. Schlagen Sie sich so wie heute, sachlich, fair und hoffentlich auch im Sinne dessen, was wir wollen. Das schauen wir mal. Und zum Schluss werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich bitte euch auch einen guten Heimweg. Die Sitzung ist geschlossen. Punkt. So.